weiter. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 2. Ich muss mal mein Licht herholen. Mein Licht. Hallo, Frau Herr Licht. Frau Herr Licht. So, ich mach mal gleich meine Einstellung. Ich muss auch direkt noch schnell etwas am Thumbnail ändern. Ich habe das zwar schon vorbereitet, aber ein bisschen herumpinsel hier. Sieht das was? Nee, natürlich nicht. Ja. Hält dich nicht sehe hier. Ja. 1A Photoshop wird mir meinen. So, so ein bisschen Weichzeichen darüber hier. Und dann sieht man da vielleicht gar nichts mehr. Jo. Ja, fällt nicht so auf. Okay, jetzt brauche ich noch Rot. Ist das das Rot? Ich muss mich noch hier ein Pünktchen davor machen. Oh, der ist noch groß. Mein kleines, ein bisschen größer. So. Ja, 1A Punkt. Gut. Exportieren. Leon. Ja, aber ich bin ja heute mit dem guten Leon. Exportieren, ja. Ich kann mir ja schon mal irgendwie mal den Livestream anmachen. Wenn ich ihn finde. Vorausgesetzt. Hier. Ach ne, jetzt habe ich Creator. Na gut, mach ich so. Jetzt habe ich Creator Studio aufgemacht. Das können wir eigentlich noch verschieben hier ein Stück. Und das liegt mir wieder los. Egal. Speichern unter. Ah, Leon. So. Dann machen wir das mal. Hier. Nee, doch. Was sind denn die hier? Zwei. So. So. Eins. V. Hä? Ach. Was ist denn hier los? Müsste es tatsächlich. Wie ist das denn? Achso, die Tüte. Tüte. So. Tue ich. Nichts scheinbar. So. Gut. Ist jetzt mein Chat auf? Kann ich. Oder wie sieht jetzt keine Sache hier aus? Hallo? Wir beginnen sofort. Fertig. Ich weiß aber immer noch nicht, wie ich die Folge nennen soll, irgendwie. Psst.
Bisher bin ich mit dem Folgennamen noch nicht zufrieden, ehrlich gesagt. So, das lädt hoch. Weiß noch nicht, ich weiß noch nicht, ob das mir passt. Fällt mir besser. Okay. Gefällt mir besser, so gleich jetzt. Was ist? Ich trinke mal kurz meinen Kaffee und dann reiten wir los. So, wir sitzen jetzt hier also vor Resident Evil 2 vorm Remake. Der erste Teil erschien 1998. Wir sind jetzt 11 Jahre später. 11 Jahre später kam es raus, genau. Und wir sind jetzt 13 Jahre später. Genau. So, Start. Muss ich Start drücken? Nee. Ich habe wieder Kudelka gespielt. Da muss man bei allem möglichen Scheiß Start drücken. Wir wollen die Kampagne spielen. Wir wollen. Was fortsetzen? Nein. No, Kostüme? Warte mal, müssen wir ganz kurz gucken hier. Alternative Outfits. Aha. Aha. Ich hätte gerne das letzte, sieht am coolsten aus. Normale Outfits. Das sind Jacke, top. Aha, okay. Kann ich bei Leon, Leon kann ich anpassen, der hat noch nicht gespielt. Normale Outfits. Nein. Das sieht schon sehr cool aus. Ich glaube, wir nehmen das da. Ich weiß auch nicht, jetzt wo ich die ganze Zeit mit dem hier gespielt habe, finde ich, das passt gar nicht mehr zu ihr, obwohl es ja auch ein Outfit von ihr ist. Also ich weiß auch nicht. Aber, wir werden ein neues Spiel starten. Und zwar mit Leon S. Kennedy. Muss ich jetzt irgendwo schon die Schwierigkeit einstellen? Muss ich die am Anfang einstellen oder dann oder später? Optionen. Zielhilfe aus. So. Habt ihr nicht gesehen? Was? Autonachladen ein? Hä? Nein, aus. So. Machen wir später oder was hier? Schwierigkeitsgrad? Okay. Okay, dann machen wir das halt später. Oh Gott, ey. Gut, jetzt machen wir ein neues Spiel. Und zwar nehmen wir den Leon Kennedy. Nach tagelanger Funkstille von seiner neuen Stelle in Raccoon City fährt Leon Kennedy hin, um nachzusehen. Er ahnt nichts von dem Albtraum, der ihn erwartet. Teilweise Autoerholung der Gesundheit, Gegner. Kein Autospeicher. Ekelhaft. Kein Autospeicher, ekelhaft. Stärkere Gegner. Jedes Spiel speichern erfordert Farbmänner. Wir fangen mal hier direkt mit assistiert an. Raccoon City, eine Industriestadt im Herzen Amerikas, in der Leon S. Kennedy seinen Dienst als Polizist antreten sollte. Nein, Mann, im Ernst, okay? Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Oh, ich glaub dir, Kumpel. Ich glaub dir. Erzähl uns die Geschichte. Erzähl sie. Okay, es war Freitagnacht. Ich ging von der Bar nach Hause. Da kam diese Frau auf mich Hä? zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken. Wow. Wow, okay. Sag uns und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du in Tuss? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach komm. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase.
Ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Klingt nach meiner Frau. Ich habe sowas noch nie gesehen. Kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, Kumpel. Beruhig dich. Du, hey, du musst stark bleiben. Okay, gib dir drauf nicht Angst nachher. Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zähne in dich. Ich hab gesehen. Ach, komm schon. Wurde gerade gut. Oh, ich sollte mal schlafen. Oh, Scheiße! Ein bisschen vermindert. Nein. Es ist so, wie der an die Hand gefahren ist, müsste ja eigentlich völlig hinüber sein. Was soll ich tun? Was mache ich denn nur? Ich weiß gar nicht mehr. War die Claire auch in dem Auto? Und das fängt ja genauso an. War die Claire wenigstens schon da? Niemand da? Komm, ja, wir sind hier der Leon. Das ist unser wunderbarer Leon. Er ist ein sehr starker Mann. Und das sind eigentlich seine Kollegen. Hallo, Achtung. Sir, wo sind Sie? Ich will da nicht rein, da ist die Claire drin. Die schießt mich ab, ey. Sprinten, soll ich jetzt schon sprinten? Boah, ich hab die... Das ist Sprinten, nee, oder? Doch, das ist Sprinten. Voll langsam. So, get wild, now on sale. Ja, wir sollen wild sein. Wir werden jetzt auch gleich wild. Ich habe wieder diese komischen Drücker, ich weiß auch nicht. Ich habe da so komische Bommels dazwischen gestopft. Voll doof irgendwie, mag ich nicht. A little while to... Weißt du, ein kleiner Wein, um was mit deinem Tag zu machen? Wind? Weint? Verstehe ich nicht. Hamburgers. Lecker, na guck mal. Leon hat Hunger. Entschuldigung, ich habe Hunger. Ach nee, Entschuldigung, ich hab Hunger. Hallo? Irgendjemand da? Ich hab Hunger. Ich hätte gern, dass die Claire schon da war. Hä? Irgendwie glaube ich, dass die Claire noch nicht da war, weil hier sieht es so ordentlich aus irgendwie. Ich bin doch... Hä, habe ich mir das hier nicht angeguckt? Bin ich hier recht nach links gelaufen? So, wir bräuchten noch einen schönen Kaugummi. Change you can touch. Tobacco. $1.29 plus Tax, aber $1.29 für Zigaretten. Das ist ein bisschen wenig. 1,25 ist auch ein bisschen wenig. So, was hat man hier? Donuts. Oh, sind wir da Rinder? Ich bin nicht mit der Claire hier lang geschlichen. Alles in Ordnung? Oh. Nee, lass den mal da liegen. Kann ich da rein? Da. Ich komme zurück. Hab ich eigentlich eine Waffe? Komm mal da rein. Leon. Oh, Leon. Okay, gut.
Machen wir das mal. Sir. Ich will da nicht rein. Das ist nicht gut hier. Was denn, kennen wir das schon? Warte, ich will nicht wieder. Er hat die Tür zugemacht. Hey, was soll denn das? Okay, ich weiß ja, was an sich hier passiert. Was steht denn hier überhaupt? Ich weiß auch nicht, ich finde solche Flaschen übelst unattraktiv. Ich würde da niemals draus trinken, ich finde das sau ekelhaft. Ich weiß auch nicht warum, ich finde einfach die Flaschen wirklich unschön. Komm runter! Officer, soll ich helfen? Zurückbleiben, zwar nicht näher! Sieht ein bisschen aus wie so ein Werwolf von Resident Evil Village. Stopp! Ich schieße! Was? Ziel, Hilfe, Ziel, Hilfe ist auf dem Kopf, oder? Ach, nein! Der steht doch schon auf! Los mit dem Arsch! Was ist mit seiner Jacke? Wieso bewegt sich seine Jacke? Ich habe nur noch 2 Patronen. Was ist denn das für ein komischer Auszubildender? Wieso hat denn der nur 10 Patronen dabei? Wieder diese komischen, sehr seltsamen Flaschen hier. Ich mag die nicht. Was haben wir hier noch? Wir müssen da hinten raus wahrscheinlich, oder? So, Sir. Die Musik ist übelst drüber irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Obwohl, na gut, ich wusste ja, was passiert. Da ist ja schon okay. Ich schaue sie erstmal unseren wunderbaren Schlüssel hier an. Untersuchen. Oh ja, welch wunderschöner Schlüssel. Lagerraumschlüssel, der Schlüssel zum Lagerraum der Tankstelle. Guten Abend, Armin. Herzlich willkommen. Hier, ich bin jetzt der Leon. Das ist mein neuer Arbeitsplatz hier. Pizza, Schreibblock, Kalender. Was haben wir überhaupt heute? September. Ich weiß nicht, wer ist September, aber es ist auf jeden Fall September. Akten. So, der steht wahrscheinlich auch gleich auf. Hier nur 2. Na, doofe Klamotten. Hier, die wackeln nach. Ja, genau. Ich hoffe, du hast einen wunderbaren Tag. Und dir geht es gut. Hier hat gerade gehatschelt. Wo muss ich jetzt noch mal hin? Muss ich da vorne rein? Ich glaube, hier drüben. Die Musik, die regt mich auf, ey. Ist viel zu drüber. So. Ja, ich weiß, wie man das benutzt. Ich habe das Spiel schon mal gespielt. Das kann ich nicht oft sagen. Ah, sehr gut. Hört sich sehr gut an. Um Uff hier. So, ja, natürlich. Oh. Ah! Nein, 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 aus! Ich weiß auch nicht, aber ich bin, glaube ich, in die falsche Tür rausgekommen. Nein! Aufhören, aufhören! Ich bin erst in der Ausbildung. Nicht schießen! Runter! Ach ja, das ist einfach nur seitenverkehrt. Das ist ja interessant. Alles gut? Ja, denke schon. Danke. Dank mir später, wenn wir sicher sind. Oh, Scheiße. Los jetzt! Also bei dir frage ich mich immer, ob es nicht einfach leichter wäre, wenn man sich irgendwie treffen lässt oder beißen lässt. Zwar weh, aber man ist halt im Bett. Also. Wo hat denn der jetzt den Schlüssel her? Was soll ich dir vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation.
Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Wohnst du hier? Nein. Ich suche meinen Bruder. Ist auch Cop. Tja, gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Dadurch, dass er Auszubildender ist, hat er dieses Auto geklaut. Das gefällt mir am besten. Guess try. Sind die hier auch mal unten eigentlich? Bei der Claire waren wir ja nicht unten. Außer, oh, den blöden Ding, den blöden Kanal. Das war echt scheiße. Wer ist er? Wer stand denn da? Wer stand da im Regen? Eigentlich hätten wir so das Commercial machen müssen über Tokio, dass da so Resident Evil steht. Krasser Aufwand, aber es wäre bestimmt krass gewesen. An alle Einwohner. Obwohl Capcom sitzt in Osaka, oder? Capcom in Osaka. Wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen. Ja, aber was, wenn wir die Einzigen sind? Wenn es keine Überlebenden... Nein, die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Ich will mal gesnackt hier. Wohl eher rennen. Ja, gute Idee. Ach du Schande! Das ist völlig normal, dass man so reagiert dabei. Hey, wieso habe ich denn die Klamotten an? Ich wollte doch eigentlich andere Klamotten anziehen. Mir geht's gut. Was ist mit dir? Ich muss weg hier. Ist nicht sicher. Geh schon weiter. Ich treffe dich bei der Station. Ach ja, lass mich hier. Lass mich hier allein. Ich mit meinen zwei Patronen, wie soll das funktionieren? Das reinste Chaos. Fix you. Weiß ich gar nicht wohin. Guten Tag, der Herr. Wie in der Ausbildung, bitte lassen Sie mich. Ich bin falsch. Ich glaube, ich bin auf der auch schon falsch gelaufen. Kann das eigentlich da rein müssen? Hier sieht es sehr so aus, als ob ich da rein müssen. Sind alle so. Alle verwandelt. Ja. Die sind alle so. So. Da ist sie. Vielleicht hätte ich irgendwie alles mal absuchen sollen nach irgendwelcher Munition, aber nein. So. Das
höre, ich bin Polizist, bitte lassen Sie mich vorbei. Ich habe meine Polizeiuniform nicht an, aber ich bin Polizist. Nein, nein, ich bin nicht. Bitte leise. So. Gehen wir mal hier rein. So. Der nasse Leon ist auch da drin. Wo sind denn die Kerle halt hin? Tja. Wir haben wunderbar verpiekselten Regen auf unserer Schulter. Aha, ich komme hier nicht rein. Guten Abend, Ralf. Herzlich willkommen. Ich hoffe auch, du hast einen wunderbaren Tag. Ja, wir machen jetzt mal Leon. Ich habe nur... Bisher bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gedacht, es gibt irgendwie andere Wege bei denen. Also natürlich haben sie sich getrennt und so, aber am Anfang war es recht gleich. Da haben ja einfach nur... Die Leiche liegt hier immer noch. Da haben ja einfach nur Claire und Leon haben sie einfach ausgetauscht. Hier ist die Parkbank. Hier setzt sich der Leon hin und nachdenkt. Oh, hier steht noch jemand. Sie legen die einfach so an den Rand. Ich wollte gerade sagen, können die nicht stapeln, aber hier haben sie wenigstens gestapelt. KPD. Ich bin da, KPD. Wo ist hier jemand? Die Umgebung erkunden. Lass mich da rein. Ich kenne mich hier aus. Ist irgendjemand hier? Ich hab's echt aufgemacht. Na, eigentlich komme ich da nicht rein. Ja. Das haben wir, können wir auch noch nicht aufmachen. Hier sind ein paar Feldlazarettis. Nee, Feldbettchen. Das können wir speichern, sollen wir mal speichern. Oh, Patronen, gut. Oh, 6 nur. Pff. 6 ist jetzt nicht so geil. Aber okay. Sollen wir es mal lesen schnell? RPD. So, nein, nicht Pause. Irgendjemand muss doch hier sein. Och, Leon. Nicht Blut. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Blöde ist, ich weiß das schon, aber ich muss trotzdem alles durchschießen. Da bin ich schon mal nicht hin. Sollte den Typ suchen. Klar, Flatterhaar. Mein Pony stand heute früh genauso ab wie seins. Ja, ich weiß, dass sie die Karte ist. Der Kartenbildschirm ist nicht nur nützlich, um sich die gegenwärtige Position und Umgebung anzusehen. Er zeigt auch interessante Details, sowie Objekte an, die sie zwar gefunden, aber nicht offen. Das finde ich wirklich sehr gut. Wir sollen dahin gehen. Wir müssen leider hier durch. Und hier ist es sehr dunkel. Komm, ich speichern erstmal. Ja gut, also ich habe ja auch gearbeitet und so schlimm war mein Tag jetzt auch nicht. Oh, stimmt, das können wir auch noch mitnehmen hier. Bisschen erste Hilfe Spray. Oh, unser Dings ist so klein. Unser Inventar. Wo ist denn der andere hier? Ach nee, das ist ja Claire sein Freund, gell? Hier, ich weiß, was da ist. Wir können hier aber noch nichts machen, oder? Wir müssen tatsächlich erstmal da unten rein. Bevor wir hier irgendwas machen können. Scheiße. Das weiß ich doch alles gar nicht mehr. Das muss ich doch erst finden. Wahrscheinlich ist doch irgendwas anderes, oder? Keine Ahnung, ich muss erst was finden. Mist. Wir gucken uns erstmal ganz kurz hier oben um, bevor wir da unten in das Dunkle reingehen. Niemand will in den dunklen Gang. Wer will hier bitte in den dunklen Gang? Kommen wir da rein? Verdammt, wir kommen hier echt rein. Grünes Kraut. Kann ich eigentlich hier so lange jetzt rumspielen? Das erinnert mich. Hier ist ein Safe, aber ich habe den nicht aufgekriegt, den Safe. Können wir eigentlich so lange hier rumspielen und wir triggern dann gar nicht, sodass gar keine bösen Wesen da sind? Nee, gell? Stadtbroschüre. Willkommen in Raccoon City. Raccoon City ist nicht nur das Zuhause des Pharma-Riesen Umbrella Corporation, sondern auch eine pulsierende, dynamische Stadt mit einer langen Geschichte. In diesem Führer stellen wir Ihnen einige ungewöhnliche Sehenswürdigkeiten unserer Stadt vor.
die Polizeistation von Raccoon City. Das Gebäude in der Stadtmitte war nicht immer eine Polizeistation. In ihm befand sich früher ein Kunstmuseum. Zahlreiche Merkmale wie der ungewöhnliche Uhrenturm und die Göttinnenstatue in der Eingangshalle erinnern an diese Zeit. Das Waisenhaus. Nur wenige Häuserblöcke von der Polizeistation befindet sich ein von der Umbrella Corporation mit Hilfe zahlreicher Spenden von Unternehmen und Bürgern gegründetes Waisenhaus. Das Gebäude ist für seine Buntglasfenster bekannt, das Besucher aus aller Welt anzieht. Wow. Guide. Was für ein toller Guide. Das Waisenhaus und die Polizeistation. Ach scheiße, komm nicht rein. Mist. Ja. Dann hier wieder raus. Und gucken wir hier mal weiter. Hallo, ich bin die Lady. Nur Lady-Sachen. Aber umso mehr kann man ja dann seine Freizeit genießen. Ich wollte heute eigentlich schon Neo aufgenommen haben, aber ich habe wieder angefangen, eine koreanische Kitsch-Serie zu gucken. Jetzt bin ich drauf hängen geblieben. Sonst wäre ich heute auch schon eher da gewesen, aber es war zu kitschig. Ich musste mir das antun und angucken. 5 Folgen. Oder 4? Ich habe keine Ahnung. Nee. Samstag ist Death Stranding. Der dritte Teil kommt erst, also Freitag ist jetzt Resident Evil Tag. Und Samstag war ich, nee, ja genau, Samstag war ich schon immer eigentlich hier, wie heißt Death Stranding. Bis es durch ist. Ja. Würde ich sofort lang gehen. Hat irgendwo was runtergefallen hier. Stimmt, der Leon kriegt doch eine Kurbel. Kurbeljunge. So, jetzt brauchen wir hier eine Fuße. Ja. Brauchen wir eine Fuße. Kann man da rein? Nee. Das sind wir. Hier jemand. Du schaffst das. Ja, red mir nur Mut zu. Dann, wieso kommen wir rein? Hey, hier ist doch das Dingsbums, das ist eine Schatzding. Irgendwas war doch hier, aber dafür muss ich das bestimmt erst finden wieder. Schatzfoto. Hallo meine Damen und Herren, ich bin der Neue. Seien Sie nett zu mir, ich bin neu. Kann ich das drücken? Cool. Finde ich jetzt irgendwas? Nee. Geht immer noch nicht. Okay, wir haben schon mal das Licht angemacht hier. Oh, was hat denn der da? Ah, praktisch. Oh, wir können den einen Schlüssel mal wegschmeißen hier. Ja, genau. Hörst du mich gefragt? Schlag ins Gesicht. Oh. Ja, genau. Genau, Armin, wie ist es überhaupt? Das Objekt wird öffnen, ja. Daher ist hier schon sehr cool aus. Ich habe mir mal einen Trailer angeguckt. Sieht schon sehr cool aus, aber irgendwie... Ah, ich bin gerade Open World. Ich weiß auch nicht. Obwohl, Elden Ring ist ja auch eine Open World. So. Wir könnten hier ins Klo gehen. Dann mach ich mal ins Klo gehen. Dann haben wir das auch abgehakt. Habe ich eigentlich gespeichert? Ja, okay. Nein, hören Sie. Haben wir ein Spiegelbild? Nein, natürlich nicht. In den späteren Resident Evil Teil gibt es einfach kein Spiegelbild mehr bei der Engine. Spiegelbild ist aus. Gibt es nicht mehr. So, machen wir mal auf hier. Nein, okay. Was zu essen vom Bad nehmen wir auf jeden Fall mit. Vom Klo meine ich. Da ist immer drin. Okay, da sind wir drin.
Niemand da, niemand da. Okay, das war doch schon mal... Oh, wir haben sogar alles abgesucht jetzt bisher. Was ist denn da los? Ja, ja. Horizon, das ist ja... da wird ja viel drauf gewartet. Ich weiß gar nicht mehr, kommt das nächste Woche? Horizon? Das kam auf jeden Fall früher wieder irgendwie. Habe ich halt auch schon gelesen bei Dying Light, ich habe es gerade mit dem Film verwechselt. Hat jemand von euch schon The Sadness gesehen? Dieser krasse Nicht-Zombie-Film? Aber schon irgendwie, also, da komme ich rein. Also es ist kein Zombie-Film, das, am 18. Also in 2 Wochen. Bitte, geben Sie mir die Hand. Ich hab sie. Ekelhaft. Jetzt die andere Hand. Ich halte. Wenn natürlich so stirbt, ist nicht so geil. Aber. Du Scheiße. Ja, die ist glanzlastig, dieses Blut. Oh, jetzt können wir das Ding holen. Notizbuch eines Polizisten. Aha, wir brauchen da diese 3 Goodies für die Statue. Dann müssen wir da runter. Dann müssen wir ein Parking dort und dann ist das Way Out. Yeah. Oh, hier, genau, das meine ich doch. Löwe. Nee, was ist denn das erste? Müssen wir dann mal gucken. Alles klar. Wissen Bescheid. Gut. Zur Eingangshelle zurückkehren? Nö. Lass mal. Alter. Ich bin assistiert, ey. Ich geb dir voll. Was geht mit dir los? Hey, du hast mein Schreibtisch unordentlich gemacht. Kunde, ey. Christian, halt dich zu. Ich muss hier erstmal alles zunageln. Stimmt, bei der Claire hat doch alles zugenagelt. Nein! Lass mich! Die sind überall! Guten Tag! Oh, ihr Bruder ist auch da! Was? Die zur Hölle? Die sind alle hier? Das ist nicht die Hölle. Jetzt ist vielleicht schon, aber. Muss man hin, links rum? Ah ja. Hat sich schon bezahlt gemacht, der erste Durchgang. Ich weiß genau, wo lang. Da ist er noch, der Chief. Wer wie auch immer hieß. Ende von Zombie. Du bist sicher. Fürs Erste. Danke. Marvin Brenner. Leon Kennedy. Der Marvin. Da war noch ein Officer. Ich konnte nicht. Dann müsste der den jetzt nicht kennen? Hier. Ja, ich würde auch seine kitschige Hand nehmen. Mhm. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon. Aber er kannte ihn schon, oder? Oder hat Leon gesagt, dass er Leon ist? Weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, es reicht, wenn du weißt, dass du mit Haut und Haar gefressen wirst, wenn du nicht aufpasst. Ja, ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Wünschte, ich wäre früher gekommen. Oh. Du bist jetzt hier, Leon, nur das ist wichtig. Jetzt hat er sich umgezogen, der Gute. Okay, Lieutenant. Ich bin soweit. Hoffentlich findest du einen Weg raus aus der Station. Der Officer, den du getroffen hast, Elliot. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Das klingt gut. Er hat einfach vollgeschmiert jetzt. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut! Ach, ist aber du kein rettest dich selbst zuerst. Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Hier. Oh Gott, ja. Was ist das? Ich kann das nicht. Stop. Was hat denn die Claire bekommen? Mach nicht meinen Fehler. Wenn du
eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern. Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie Ölgemälde. Oder rennst. Klar? Ja. Ja, Sir. Bisschen verwaschen gerade eben. Ach. Kampfmesser haben wir bekommen. Okay. Okay. Gut. 3 Meter Jungschen, hier oben seid. Weiß das schon. Jetzt sehen wir aus wie ein offizieller ERP-Dealer. Ach hier, nee, warte mal, ich muss da mal gucken. Das ist ein Löwe, ein stattlicher Löwe. Aha. Das ist ja interessant, man kann es direkt angucken. So, Löwe. Wir brauchen Löwe, Ehre und Adler. Löwe, die Ehre und der Adler. Ja. So, nein, Glück. Löwenmedaillon. Wunderbar. Gehen wir jetzt als nächstes hin. Weil hier oben haben wir ja schon alles abgesucht. Wir haben ja nichts gefunden. Stopfen wir hier erstmal eins rein. Wunderschön. Geil. Also hatte Elliot recht. Klar. Ja, aber der Durchgang ist noch nicht offen. Hast du mal einen Schlüssel? Brauchen wir einen Schlüssel? Ich brauche hier überall einen Schlüssel. Wie gibt der mir keinen Schlüssel? Hier ist ein Kampfmesser, das kann ich auch machen. Oh, das habe ich ja mit der Claire gar nicht aufgemacht. Ich depp. Ach doch, natürlich habe ich das aufgemacht. Das muss man ja aufmachen. Wie meinen ersten Tag nicht vorgestellt. Tja, ja, und unverhofft kommt oft. Oh, wir haben ganz schön viel Zeit hier. Wir müssen da rein, oder wir wollen da rein. Wir haben erstmal das. Oh. Yeah, Holzbretter. Bäh. Oh. Wir könnten mal ein bisschen Heilzeug. Wir können ja mal die beiden Heildinger hier reinschmeißen in unsere Kiste, habe ich überlegt. Ich bin gerade staunen. Vielleicht sind wir ja so gut. Und hier machen wir mal kombinieren mit dem da. Yeah. Und jetzt machen wir mal diesen hier. Yeah. Und jetzt rennen wir los. Gleich. Gleich rennen wir los. Was ist das? Daily Raccoon. Hä? Der tägliche Waschbär? Ist nicht ein Raccoon Waschbär? Ich habe das anders geschrieben. Ich habe ja früher gedacht, kennt ihr das Lied Dirty von Christina Aguilera? Das wird ja mit Doppel-R geschrieben, gell? Und ich habe ja tatsächlich gedacht, dass Dirty immer mit Doppel-R geschrieben wird. Ich habe das im Englischen immer mit Doppel-R geschrieben, aufgrund dieses Liedes. Obwohl das ja falsch ist. Oder Bieber, Justin Bieber. Ich habe immer gedacht, Bieber wird mit IE geschrieben. Auch total bescheuert. Und hier ist ein Licht. Da wollte ich eigentlich schon mit der guten Claire drauf drücken, aber hier nur ein Hydrant. Kann ich hier irgendwas zunageln, bitte? Was? Der hat ein bisschen zu viel Hunger, glaube ich. Hä, wie wurde denn der gefressen, bitte? Oh, der wurde aufgeschützt vom... Nein! No! Nein, jetzt doch noch nicht, oder? Noch kein Licker, nicht hier. Dann kann der erst... Ich weiß, dass du da runterfällst, weg. So. Vielleicht wäre es besser, wenn ich ihn jetzt runterfallen lasse. Oh, wir kommen rein. Wir lassen den mal da hängen. Dass wir hier mal da abhängen. So. Irgendwie wird mir gerade voll kalt hier. Nein! Wir uns fehlen Bretter, wir müssen das alles zunageln. Komm wieder rein. Was ist das für eine coole Tür? Ich denke, wir haben hier keine Bretter.
verseuchen die hier den ganzen Boden dann? Was sind wir überhaupt? Nein! Nein! Warte mal. Nein. Oh, was gibt's hier? Ereignisbericht. 25. September. Aufgrund des plötzlichen Ausbruchs haben wir in der Polizeistation eine Schutzunterkunft eingerichtet. Sämtliches Polizeipersonal hat die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, während wir so viele wie möglich unterzubringen versuchen. 25. September. Zusatz. Eine der Zuflucht suchenden Personen hat uns mitten in der Nacht angegriffen, dabei einen Beamten getötet und drei weitere verletzt. Der Täter wurde schnell gefesselt. Wir vermuten, dass ihm aufgrund des enormen Stresses die Nerven durchgegangen sind. 26. September. Ein Mob hat die Polizeistation angegriffen und dabei mehrere Todesopfer gefordert. Einige Überlebende konnten zwar hinter die Sicherheitstüren flüchten, wir sind jedoch umzingelt. Entkommen wird schwierig. Wir wissen nicht, ob wir die Kommunikationsausrüstung reparieren können und sind von der Außenwelt abgeschnitten. 27. September. Im Westflügel der Polizeistation ist es gegen 13 Uhr zu einem weiteren Angriff gekommen. Dabei starben 12 Personen und es gibt nur noch wenige Überlebende. Hier versinkt alles. Langsam alles in Chaos. David Ford. Karte der Polizeistation. Na, ein Glück. Habe ich ja noch nie gesehen hier. Da geht's raus. Niemand will dahin. Gibt's hier noch irgendwas? Ich hab grad gespeichert. Lass mich da rein. Ach, es geht nicht auf. Leon, ne? Nein. Nix. Nein! Mein Problem ist aber jetzt, dass ich mein Messer zurückhaben will. Komm her hier. Ich will mein Messer haben. Oh. Was zum? Nix, was zum? Nimm dein Messer. Oh. Ach ja, in der Dunkelkammer war auf jeden Fall was zum Speichern. Wir sind nun hier. Wir drehen uns mal ganz kurz um. Kann uns hier irgendjemand gefährlich werden? Was ist denn der? Das ist noch ein Glück. So. Entschuldigung, der Herr. Kenny the Office, voll geil. Gucken gerade The Office. Geht's denn dahin? Niemand nirgendwo hin, auch gut. Gibt's hier irgendwas? Nee. Uns fehlt immer noch eine Fuse. Steht der da? Ist hier hin? Ach! Ach nee. Hab ich gerade verwechselt. Oh. Schießpulver. Yeah! Ein Zettel! Schießpulver nutzen. Ja, ja, ja. Cool. Ich weiß, dass du aufstehen willst. Also bleib liegen. Was? Nein, ich hab dich schon angehakt. Das ist voll ungeil von dir. Hallo. So. Nein, hier ist ein. Verdammt, hier ist nur ein Safe. Hallo und herzlich willkommen zurück aus Hessen. Herzlich willkommen, Andreas. Ich hoffe, du hast einen wunderbaren Freitag. Bisher. Schön, dass du reinschaust. Wir sehen jetzt hier der Leon. Der Leon ist ein jünglicher Mann. Er versucht gerade zu helfen, wo er nur kann. Einsatzbericht. 28. September, 2.30 Uhr. Außer mir sind nur noch drei andere übrig. Keine Waffen, keine Munition. Ja, das ist interessant, weil... Wir finden ja überall Munition. Und so viele Scharmützel haben uns geistig und körperlich ausgelaugt. Wir werden es nicht schaffen. Officer Phillips hat vorgeschlagen, durch die Kanalisation zu fliehen. Hier soll es noch einen Tunnel aus den Zeiten des Museums geben. Ich habe Ihren Vorschlag zunächst abgelehnt, aber jetzt klingt er ganz gut. Es gibt zwar keine Beweise für den Tunnel oder dafür, dass die Kanalisation nicht
auch zombieverseucht ist, aber ich will hier nicht rumsitzen und auf den Tod warten. Ich werde versuchen, mehr über diesen Tunnel herauszufinden. Elliot Edwards. War Elliot jetzt eigentlich ein Mädchen oder ein Junge? Ich meine, es tut zwar nichts zur Sache. Hallo. Hallo, ich nehme gern ihre Anzeige auf. Ich bin neu hier. Können wir die Tür denn aufmachen von der anderen Seite? Nee, gell? So, hier. Der Einsatz des Anfängers. Aha, ja. Ich verstehe. Das war diese Quest. Ihr Leon S. Kennedy. Sie bekommen als ersten Fall etwas Besonderes. Ihr Auftrag? Öffnen Sie Ihren Schreibtisch. Der Schlüssel zum Erfolg versteckt sich in den Initialen unserer Vornamen. Geben Sie die Buchstaben in der Reihenfolge unserer Schreibtische ein. Es gibt zwei Schlüssel, einen pro Schreibtischseite. Öffnen Sie beide. Ihre erste Aufgabe besteht im Grunde darin, sich die Namen Ihrer Kollegen einzuprägen oder das. Aber das haben Sie ja schon selbst gemerkt. Oder viel Erfolg, Leon. Es kann übrigens etwas Arbeit erfordern, aus Scott eine direkte Antwort herauszufinden. Leutnant Brannock. Ja, die sind ja sehr nett. Welcome, Leon. Meine Party habe ich mir etwas anders vorgestellt. So, hier ist übrigens das L. Wo fehlt das L? Welcome, Leon. Hä, bin ich doof? Du wird ein Welcome geschrieben. War das mit Doppel-L geschrieben? Wie well, wie gut? Hä? Wird Welcome echt mit L geschrieben? Nee. Mit Doppel-L oder nicht? Was haben wir denn hier? Also hier haben wir Neil. N. E. N. E. Wo ist mein Zettel? Ich habe hier Zettel. N-E-D. Ned. Also Ned. Warte mal. N-E-D. So, das hätten wir schon mal. Guten Abend. Herzlich willkommen, Denzel. Mir geht's ganz gut. Ich hoffe, dir auch. Herzlich willkommen. Marvin. Also hier ist ein Hey, yo, ich hab dich, warte mal. Nachladen. Oh! Also, mon Dieu! Was soll das denn hier? Also, bitte. Hören Sie auf damit. Ich verbitte mir dieses, Hinterteil. So, umgeschmissen. Hä, wo ist denn sein doofes Namensschild? Ist runtergefallen? Ach ja, hier. George, das war nicht okay. Das wird mir ja ganz warm um die Hüften. George. Ach so, okay. Okay, so war's. Ich muss gerade das mal gucken. Ja, machst du mal bitte auf hier, bitte. Oh, wow, ein erweitertes Mathilda. Mathilda ist uns. Unser Schreibtisch sieht am schönsten aus. Vielleicht sollten die anderen mal hier ihren Schreibtisch aufräumen. Wir haben hier leider nichts gefunden. Ja. Müsste hier nicht eigentlich noch irgendwo Schießpulver rumliegen auf diesen Tischen hier? Das ist doch... Es war ein anderer Raum. Okay, wir werden nun erst einmal etwas kombinieren. Weiteres Magazin ist die Mathilda. Die Mathilda hat jetzt 24 tatsächlich, hatten wir das mit der Claire auch, nee, gell? Ah, danke schön. Ja, ich habe es schon gesehen, aber ich kam noch nicht dazu, darauf zu antworten. Nein. Ich kann ja keine Türen aufmachen, oder? Nein, was ein Arsch! Zum Glück sind die nicht so schnell wie bei All of Us Are Dead. Ist ja schon längst gestorben. Hey, da hat seine Schuhe einfach dazwischen gelegt. Geht's uns? Gut. Sehr gut geht's uns. So.
Aha. So, fangen wir mal an hier. Wo wollen wir einkaufen gehen? Uns fehlen die beiden Tasten. Wir könnten alles machen außer 2 und 3. Ja, das können wir schon nicht nehmen. Das können wir auch nicht nehmen, 2. Was ist das? Schließfachterminal-Notiz. Auf der Tastatur des Schließfachterminals fehlen einige Tasten. Der Verantwortliche soll Ersatztasten besorgen und das umgehend reparieren. Du weißt, dass du gemeint bist, du Dreckskerl. Wer sonst würde solch einen Mist bauen? Wer pult denn da die Tasten raus? Okay, gut, immer noch 2, 3. Aber ich glaube, wir können hier gar nichts aufmachen. Oh, die 6 können wir aufmachen. Und die 9. 6 und die 9. Wer nervt denn hier so? Ach, der. 1, 0, 6. Enter. Ja. Da hast du da reingekommen. Oh, Film. Ja, wir können den Film mal gucken. Ich hab ich doch jetzt die Schießhilfe gesagt. So, was haben wir hier jetzt noch? Die 109 können wir aufmachen. Was ist das? Nö. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Die 109. Okay. Och, hör doch auf, ey. So. Alter. Bist du doof? Guten Abend, Edam. Herzlich willkommen. Du bist wohl auch bei Dying Light unterwegs. Der Armin hat auch schon gesagt, dass er jetzt erst nochmal zocken gegangen ist. Aber heute bin ich mit einem starken Mann unterwegs, hoffe ich. Also bisher komme ich mit ihm etwas besser klar. Es könnte natürlich aber auch sein, dass ich hier einiges schon kenne und das jetzt nicht mehr ganz so gruselig ist. Es ist immer noch scheiße, aber ja. Versteht man, oder? Ich hoffe, dein zombiebehafteter Tag war bisher gut. Was ist denn mit ihm hier los? Ihm vertraue ich auch kein Stück. Wir haben einen Film. Wir wollen zu den Stairs. Das Problem ist da hinten, dass die da durchbrechen und dass die gleich voll scheiße sind. Oh, warte. Kommst hier nicht rein. So, Ende. Draußen, ey. So, wir nehmen das Gras hier mit. Und geh mal hier rein. Hier ist Speicherung. Hallo. Wie da. So, erstmal Licht an hier. Schön. Erstmal Pflanze nehmen. Schön. Erstmal kombinieren. Ja, ich kann das schon. Kombinieren. Sage ich auch nicht oft, dass ich das schon kann. Also Resident Evil 2 ist das einzige Spiel in meinem Leben, neben Nioh tatsächlich, was ich durchgespielt habe und nochmal spiele. Ich mache das sonst nicht oft. Eigentlich gar nicht. Eigentlich überhaupt nicht. Ja gut, Returnal zählt ja nicht, dann muss man ja immer wieder von Neuem anfangen. Synonymprop? Was ist denn eine Synonymprop? Also Problem, Synonym, Problem, Synonym. Das verstehe ich nicht. So, ich schmeiß erstmal das Schießpulver hier in unsere Kiste. Heilwirkung von Kräutern. Grüne Kräuter heilen einfach Verletzungen, während blaue Kräuter seit langem als Gegengift eingesetzt werden. Was die roten Kräuter betrifft, so sehen sie zwar schön aus, besitzen jedoch keine Heilwirkung. Zumindest dachte man das bislang. Es ist allgemein bekannt, dass man durch die Kombination von Heilkräutern Mixturen erhält, die deren Wirkung steigern. Und wie wir herausfanden, spielen die roten Kräuter dabei eine zentrale Rolle. Okay, haben sie sehr viel herausgekriegt. Wir werden jetzt mal in die Dark Room gehen. Zieh los. Film ist Beweismaterial nicht liegen lassen. Leon weiß Bescheid. Okay. Erinnerungsfoto. Aha. Stimmt, wir brauchen hier dieses... Wir brauchen das Buch und das Zepter. Ist das ein Zepter? Das ist ein Zauberstab, den brauchen wir.
Jo. Gut. Hätten wir das leider, müssen wir wieder raus. Aber irgendwas habe ich hier vergessen. Wieso ist denn das rot? Irgendwas habe ich vergessen. Leon, was hab ich? Ach, hier. Komm mir vor wie ein Speedrun hier. Oh, schon wieder Schießpulver. Habe ich jetzt alles? Ja, jetzt haben wir alles. Jetzt gehen wir nochmal in die Kiste. Wir hoffen einfach mal, dass wir jetzt nicht sterben. Weil ich jetzt nicht nochmal speichern gehen will. Ach so. Ah, okay. Synchro-Probleme. Ist Deutsch synchronisiert oder Englisch? Wo hatte ich... Irgendwo war das... Bei welchem Spiel war das denn? Da ist dann plötzlich die deutsche Synchro für zwei Sätze in die englische gerutscht. War das bei Cyberpunk? Ich glaube, das war bei Cyberpunk. Waren wir schon mal? Ach ja. Hallo, du bist nicht eingeladen zu dieser Party. Gar nicht, gar nicht. Nicht rararam. Oh Mann, sie ist auch ganz schrecklich. Oh, nein, nein. Ich habe irgendwie... Oh. Sterb doch. Was ist mit dir los? Kann ich die nicht totlatschen? Hier rutscht die Treppe runter. Wo ist denn der andere Typ hin, ey? Ist er wieder hochgelatscht? Ist mal im Ernst, wo ist denn der hin? Der ist hochgelatscht, gell? Zwei, erstmal gucken, ob wir jetzt hier... Oh Gott. Ob wir jetzt hier alles öffnen können. Oh, was gibt's hier? Noch ein Heilkräuterchen. So. Kann das sein, dass bei Assistiert viel mehr Heilkräuter rumstehen? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich bei der... Ach, guck, da ist er. Oh. So. Ach so. Auch das habe ich bei Kudelka manchmal. Nein. Ach so, okay, gut, hier kommt niemand durch. Hier ist einer. Das kann ich noch nicht öffnen. Das weiß ich nicht, diesen Code. Da ist er drin. Unfair. Anleitung für tragbaren Tresor. Drücken Sie einen Knopf, um die entsprechende Lampe anzuschalten. Schalten Sie alle ein, um den Tresor zu öffnen. Die Knöpfe müssen in einer bestimmten Reihenfolge gedrückt werden. Wenn Sie einen falschen Knopf drücken, gehen alle Lampen aus und Sie müssen wieder von vorne. Das ist ja unser erster, tragbarer Tresor. Das ist aber schön. Mach mal hier mal. Ich habe doch den Zettel. Kann ich direkt was... Ach, hier ist noch mein altes. Sieht man das? Das ist von Resident Evil 2 noch. Ich habe leider keinen neuen Zettel, so wie ich das mir jetzt hier gerade betrachte. Mist. vielleicht hätte ich mich besser vorbereiten sollen. Hier noch einen alten Zettel? Das ist mein Zettel. Nein. Ja, dann muss ich das eben halt diesmal ganz klein malen. Ein bisschen Platz sparen. Ja, das stimmt. Das Problem ist nur, bei Kudelka gibt es keine Untertitel. Aber da fehlt auch manchmal nur so ein Stück von einem Wort oder so. Boah, das kann ich mir vorstellen. Boah, das, ja, gut, das, ja, allgemein so Zombie-Spiel, könnte ich mir das echt vorstellen. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt irgendwas bringt, dass ich das Puls gerade auf den Ohren habe, weil ich eigentlich über die PS4 spiele. Das bin ich mir nicht sicher. Aber da muss ich echt sagen, das ist ja sowieso so eingestellt, dass die, ja, wie alle Kopfhörer, oder? Also, ich kenne mich da jetzt leider nicht so aus. Wir fangen mal an mit dem hier. Okay, das war schon mal scheiße. Aha, das auch. Aha. Oh, warte mal. Aha.
Jetzt müssen wir mal auf die andere Seite gehen. Mist. Aha, unten rechts 4. 4. Ah, Mist. Aha, 5. 5. Ach, hör doch auf. 4. 5. Na ja, klar. Hey! Aha. 6. Och, jetzt kann ich das so fertig machen, oder? Badung. Och, da ist doch eine Taste drin, oder? Oh. Ja, dann irgendein Teil. Ja, wir wissen ganz genau, was dieses irgendein Teil ist. Leer, nein, du bist leer. Oh. Flintenmunition. Oh nein, ich bin voll. Ben. Adam. Oh, stimmt. Oh nein. Ja. Dumm gelaufen hier. Müssen wir jetzt einfach nach oben gehen. Nicht nach oben. Wir könnten auch erstmal nach unten gehen. Gab es unten dafür jetzt eine... Gehen wir mal aufs Klo. Guten Tag. Ach nee, hier waren wir doch. Ah, okay. Auf der PS5 3D. Musst du jetzt auf der PS5 3D ausschalten? PS5 3D ausschalten? Aber ich spiele doch mal nicht auf der PS5. Ich bin verwirrt. Also, wir sollten erstmal nach unten gehen. Mach hier mal nicht so einen Krach. Haha, du kommst ja nicht hin. Ich hab das schon zugemacht. Badge. Doof. Mach das mal da rein. Verstauen. So, wir gehen jetzt mal die Tasten wegbringen, schnell. Wo waren das nochmal? Schließfachraum. Ja, sind nicht weit weg. So, wir bräuchten mal wieder ein paar Bretter. Das hier war doch der Schließfachraum, oder? Aus hier. Da ist der Schließfachraum. Wenn du jetzt wieder stehst, trete ich dir. Sonst wohin? Hier gab es irgendwo eine Tasche. Auf der anderen Seite war die, glaube ich. Ich hätte gerne die Tasche. Komme ich da irgendwie dran? 208? Nee. Ja. 203. Oh, wie scheiße. Da komme ich gar nicht dran. Es fehlt ja genau die Dings. Was brauchen wir denn? Kampfmesser? Jetzt gibt es praktisch entweder Kampfmesser oder Schießpulver. Weil der Rest bringt irgendwie nichts. Da fehlen so 2, 3. Wir hätten noch Flintenmunition. Schade, da fehlt uns echt was. Wir nehmen es mal. Wir nehmen mal das Messerchen. Messer ist uns. In meine Waffe passt zu viel rein.
falsche Richtung. Ich bin... Na? Nee, nee, nee. Aha, hier. Nein, auf zu klopfen. Sie liegt immer noch. Ja, wir müssen jetzt nach oben, gell? Wir liegen nach oben. Hier kommt doch bestimmt auch irgendwann Mr. X, oder? Mag ich nicht. Oh, das mag ich sehr gern. Doofe Dinges. Ach, hier ist auch so ein doofes Schloss. Oh nein! Oh, ein Schlüssel! Ja! Verdammt, ein Schlüssel eröffnet einen auch. Warte mal. Bevor wir hier oben weitergehen, will ich erstmal unten alles aufschließen. Weil da oben kommt dann irgendwann Licker und das ist nicht so schön. Wo sind wir denn hier? Hier schon, warte mal. Wartezimmer. Piktür. Hä? Das war schon ganz oben? Wir sind doch aber noch eins hochgekommen. Ach ja, hier waren dann die Licker. Aha. Hm. So, jetzt haben wir den doofen Schlüssel, jetzt werden wir trotzdem mal speichern gehen. Nein, kommen Sie nicht rein. So, Speicherung. Was haben wir alles dabei? Wir könnten eigentlich ein Messer hier lassen, oder? Sollen wir lieber ein Messer hier lassen? So. Den Schlüssel nehmen wir jetzt mit und schließen erstmal das Büro auf. Jo. Dann haben wir wenigstens diese Tür schon mal eröffnet. Hallo. Da bist du ja. Komm her. Was? Siehst du das? Ja. Ich wusste, sie schafft's. Du kennst sie? Ja. Sie heißt Claire. Ich kam mit ihr in die Stadt. Du gelangst zu dem Hof da. Die Stufen hoch. Ostseite. In Ordnung. Danke. Lieutenant. Ich kann ihn immer noch nicht abschießen. So, wir haben jetzt dieses Schlüsselchen. Wir wollen dieses Schlüsselchen nirgendwo reinstecken, weil es nirgendwo reinpasst. Oh, da passt rein. Die Piktür. Hä? Wir haben noch die Eingangshalle. Sollen über die Ostseite gehen. Ach ja, das hat die Feuerleiter da. Was? Echt jetzt? Das ist ja krass. Wie kommen die denn dazu? Dürfen die jetzt überhaupt verkaufen? Eigentlich nicht, oder? Vielleicht haben sie auch einfach nur irgendwas eingekauft. Bin ich hier oben überhaupt richtig? Ja, ich will nämlich mal erstmal ins Wartezimmer gehen. Jo, wunderbares Wartezimmer hier. Vor allem, er dreht nach rechts, das ist doch eigentlich voll falsch. Gibt's hier keine Karte? Wir haben leider keine Kurbel. Hast du eine Kurbel auf Tasche? Nee. Oh, wir hören hier schon den
Den Hubschrauber. Das hier. Aufruhen. Hm. Ah! Wo ist das hier? Schlüsselkarte, ja! Warte mal. Kann ich nicht mehr mitnehmen, verdammt. Der rote Stein, Raccoon-Magazin. Der Rubin, der den schwarzen Prinzen Edward so faszinierte. Die Perle, die von der Königin des Nils verzehrt wurde. Der Diamant, der eine Königin auf die Guillotine brachte. Es gibt unendlich viele Geschichten über die Faszination von Juwelen. Dieser geheimnisvolle rote Stein ist einfach nur der neueste Eintrag dieser Reihe. Wie bei den anderen erwähnten Juwelen ist auch seine Herkunft unbekannt. Angeblich soll er einst das Schmuckkästchen einer Adligen geziert haben und sogar einem weisen König gewidmet worden sein. In diesem Herbst wird dieser Stein versteigert, was sich auf viele Liebhaber anziehen wird. Man sollte ihm jedoch, werte Leser, mit Vorsicht begegnen, da hinter seiner schönen Fassade der Teufel lauert. Dieses Juwel hat gutmütige Adlige in schlimmere Despoten als Caligula verwandelt. Erstaunlicherweise sieht gerade die Tatsache, dass diese Juwelen blutbefleckt sind, die Menschen überall so magisch an. Ach so, also da ist es tatsächlich egal, ja? Also auch wenn das jetzt... So einfach ist das. Hier sind die Händchen. Wir können doch das Händchen noch nicht mitnehmen. Wir brauchen erst das Büchlein. Wir haben auch kein Buch. Okay, was gibt's hier? Ich habe noch gedacht, das ist irgendwie, dass man... Ich weiß auch nicht so richtig, was ich gedacht habe. Das Pötchen. Linker Statuenarm. Ja, den brauchen wir noch nicht. Gehen wir hier runter wieder. Ich habe irgendwie gedacht, dass man im Deutschen das gar nicht verkaufen darf, egal ob es Onlinehandel oder nicht ist. Und nicht warum. Das für komische Schweinslappen. So. Ich finde unser Inventar recht klein. Ich kann ja nichts weglegen. Was soll denn das? Dann legen wir das hier mal weg. Eieiei. Müdi. So, wo gehen wir jetzt hin? Wir könnten da lang gehen. Müssten wir eben halt... Na gut, wir müssen ja eh komplett rumlaufen. Da geht's ja nicht lang. Was ist denn die Tür hier geschützt? Ja gut. Wir gehen mal in den Schließfachraum. Nee, halt, stopp. Wir können heute hinten lang. Hier. Guten Tag. Ja, juckt der Kopf, ey. So. Dieser Raum. Der ist doch hier unten. Hier. So. Unser Freund liegt immer noch da. Weapons-Locker. Ulala. Schön. Aha. Schön. Ja, das ist ja total bescheuert. Also, naja, aber dann hat ja Otto richtig, weil normal, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass sich da viele halt nicht so mit auseinandersetzen, dass halt viele einfach die USK-Version holen, also die deutsche Version, weil, also als deutscher Handel, das kaufst du dir da ein, also da muss das ja sogar von deinem Großhändler angeboten werden. Na gut, wenn dein Großhändler halt in Österreich sitzt, dann ist es halt so, gell. Ich habe noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht. Irgendwie nehme ich immer die Spiele, so wie sie gerade da sind. Wir müssen jetzt hier oben lang. Wir haben aber einen Schrotflächen. Jo. Nee, und jetzt geht's ab hier. Okay. Was zum...
Ach, man muss doch ganz langsam laufen, gell? So war das doch. Hä, wo ist er? Hängt er irgendwo an der Decke? Ja, ich weiß, aber also wenn ich bei Amazon was bestellt habe, dann habe ich da immer die USK-Version gekriegt. Soll ich das mitnehmen? Mein Inventar ist so klein. Kann das sein, dass sein Inventar immer kleiner ist? Ich kann das Brett nicht mitnehmen. Nein. Ach so, ich habe schon ein Brett. Kann ich das decken, das Brett? Ach ja. Was? Wo geht's hier lang? Stimmt, da brauchen wir erst die Dings. C4 oder so. Oh, eine Tasche! Oh, endlich. Anonyme Notizen. Diese Konzernwichser haben mir den Geldhahn abgedreht und das nach allem, was ich für sie getan habe. Aber wenn es unbedingt so sein muss, werde ich mir noch etwas Spaß gönnen, während die Welt den Bach runtergeht. Ich habe die Dreckschweine in einen mit C4 präparierten Stahlpferch gesperrt. Muss ihn nur noch anzünden, dann war's das mit denen. Aber wenn es zu schnell geht, macht es keinen Spaß. Vielleicht werde ich mit diesem einen durchgedrehten Spinner ein kleines Spielchen veranstalten. Ja, vielleicht gebe ich ein kleines Spielzeug und sage ihm, töte deinen Nachbarn, dann verschone ich den Rest. Was er dann wohl macht, oh, hört sich an wie Lucas Baker. Guten Abend, Armin. Herzlich willkommen zurück hier im Zombieland. Was halt interessant wäre, wäre Mediamarkt, weil Mediamarkt hat ja einen Laden und da machen die ja nur USK. Aber wenn die ja einen Online-Shop haben, dann dürfen die doch eigentlich die PEGI-Version verkaufen. Weiß ich jetzt nicht, glaube, wenn du einmal einkaufst, die USK-Version, dann hast du die ja. Und die bringen sie auch in den Handel. Und denken sich, who cares? Ich weiß nicht so recht, sollen wir hier oben weitergehen oder sollen wir erstmal zu Claire gehen? Bleib da mal bitte hängen, du Typ. Oh, eine Bibliothek. Ah, hier kennen wir uns schon aus, gell? Sollen wir mal hier schon mal hin her schieben? Oder kommt hier schon der andere? Der Bibliothek. Entschuldigung. In der Leon. Hallo. Oh. Mal Karten. Garde. Ja, hier sind wir. Oh, das Stars-Büro geht's ja hoch. Hier, was haben wir hier? Das Einhorn, das stattlichste Einhorn, das ich je gesehen habe. Hier, Notiz des Polizeitypen. Fisch, was ist das? Fisch, Krebs, nee, Skorpion und ein Wasserbottich. Ich hab den Anfang vergessen. Mist.
Ich habe den Anfang vergessen. Fische. Fische, Skorpion, Wasser. Bottich. Fische, Skorpion, Wasser, Bottich. Ah. Genau, das bezieht sich ja dann wieder auf den Laden, gell? Aber im Internet dürfen die doch eigentlich die Peggy-Version verkaufen, oder? Das wäre doch dann schon erlaubt. Hier könnt ihr nicht stecken. Das ist scheiße. Was geht denn hier hin? Achso, gar nichts. Oh, ein Nüschel, ey. Heute ist wieder so ein Tag, wo man ein Nüschel drückt. Gut, wir gehen wieder hier rein. So. Nein. Dame. Oh. Nein, wir können das rote Buch nicht mitnehmen, Kacke. Muss es hier lassen. Ja, wir können ihn jetzt wegwerfen. Wegwerfen. Es ist ein schöner Schlüssel, aber wir werfen ihn mal weg. Oh, nicht drehen. Oh, die voll schnell gedreht hier. Ja, ja, ich weiß, dass du aufgeschaltet bist. Lies deinen Zettel weiter. Mal was anzumerken. Oh. Oh. Hallo, der Herr. Oh, ich sollte vielleicht ein bisschen aufpassen hier. Hey, dem ist der Arm abgefallen. Ach, wir sind hier. Hallo. Hm? Was denn jetzt los? Er lebt immer noch, unser Kumpani hier. Unser Kumpani. So. So, wir machen jetzt erstmal schnell was. So. Wir haben das Buch dabei. Ich würde gern dem Herrn das Buch geben, bevor wir hier irgendwas tun. Wo war denn der Herr mit dem Buch? War der oben? Ja, der war oben. Wir gehen mal hoch. Ah, weil nämlich der Edams gesagt hat, dass er es bei Otto online gekauft hat. Und da war es die Peggy-Version. Nicht auf der richtigen Seite? Ja. Aha. Ich mag diese hellen Räume. Die sind so schön hell. Hier ist zu dunkel. Hier mag ich es nicht. Wir müssen nach oben. So, spielen wir mal hier ein bisschen. Nehmen wir das Pötchen. Yeah, linke Statuenarm. Yeah. Blup. Was mache ich denn jetzt damit? Ach so. Also bezieht sich das tatsächlich dann nur... Also wenn jetzt nehmen wir mal an. Otto hat einen stationären Verkauf. Dann dürften die nicht, oder was? Aber wenn die... Na gut, Otto hat ja keinen stationären Verkauf. Dann dürfen die praktisch Peggy nehmen, oder was? Was machen wir mit dem doofen Zepter? Guten Abend, HD-Kanal. Herzlich willkommen hier. Als der Leon sind wir hier unterwegs. Ich habe gerade diesen Herren um sein Zepter erleichtert. Das ist übrigens Aragorn. Das haben wir fertig tatsächlich. Hier brauchen wir eine Kurbel. Hier könnte man lang. Ich glaube, hier soll man sogar lang. Was mache ich mit dem doofen Zepter? Ging es da nicht irgendwie untersuchen? Untersucht das Ding mal. Ging es da nicht um den Kristall irgendwie? Oh, da.
Ah, rotes Juwel, ein kostbar aussehender Edelstein. Wo stopft man den rein? Ah, guten Abend, Robby. Das ist voll eure Zeit hier, zwischen um 11 und um 12. Hattet ihr eigentlich auch alle Dying Light gespielt? Bin ich die Einzige, die hier kein Dying Light spielt? Ich spiele hier nur so alte Schinken. Ach, hier komme ich doch gar nicht weiter. Stimmt, hier komme ich doch gar nicht weiter. Wenn sie auf die andere Seite gehen. Waiting Room. Exit. Yay. Oh. Da ist ein bisschen was reingeflogen, würde ich sagen. Wir brauchen immer noch eine Fuse. Hallo? Ist nicht da noch jemand? Soll ich mal lieber anschließen? Ach nee, ich kann nicht. Oh, ein Pflänzchen. Welch wunderbares Pflänzchen. Gibt es hier noch was im Fenster? Jetzt habe ich Blut geleckt. Jetzt bin ich über. Boah, da ist ja voll der Haufen, der brennende Haufen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Guck mal, da brennt es voll. Ach, diese komischen Typen sind wieder da. Jetzt auf diesen Kanal ausblenden. Also ich habe nur gehört. Ich hatte dieses eine Video von Games gesehen, glaube ich. Das ist ja der Wolf, der macht ja die Videos für Mediamarkt, glaube ich. Games gehört ja zu Media, war. Und da hat er gesagt, dass es tatsächlich gecuttet ist. Also irgendwie Köpfe abschneiden oder sowas gehen wohl nicht. Nee, um Gottes Willen. Ich mache höchstens Salat draus. Ich habe keinen Salat mehr. Gab es Salat? Warte mal. Mal kurz überlegen, was ich heute gegessen habe. Kein Salat. Ich glaube, morgen will ich Salat. Hey! Oh. Leon? Claire! Ja, Wolf finde ich auch voll sympathisch. Okay. Der hat auch voll der macht auch immer voll die coolen Reviews zu verschiedensten Horrorspielen und sowas. Claire! Ich bin so froh, dich zu sehen. Wie geht's dir? Was ist los, Armin? Helikopter, kann ja. Nichts. Bin noch in einem Stück. Ich schätze, du hast keinen Schlüssel in einer deiner schicken Taschen. Tut mir leid. Nein. Aber wie geht es dir? Weißt du, ich schlag mich durch. Das ist gut. Ja. Neues in Sachen Bruder? Nein, noch nicht. Claire, nicht aufgeben. Ich bin sicher, wir finden ihn. Bäh! Kontrolle rutscht der vorbei. Mist. Du weißt, was das heißt. Ja. Essenszeit. Claire, du solltest gehen. Es ist Zeit. Sorg dich nicht um mich, Leon. Kümmer dich um dich selbst. Er verschwinde hier. Jetzt! Hey, lass uns das durchstehen. Beide, ja. Marvin, ich habe hier ein Problem. Ich bin von Zombies umzingelt. Was? Marvin, der war Sie bei mich? Game One, der Wolf. Marvin. Das wusste ich überhaupt nicht. Auf Game One habe ich geliebt. Das war so bescheuert. Das war so bescheuert und gut. Das kam doch auf, kam das auf MTV? Ah, das MTV, ja, oder? Noch ein Brett. Ich muss ganz ehrlich sagen, Game 2 war dann gar nicht mehr so cool. Oh, dann schlaf schön und morgen viel Erfolg und nicht so eine stressige Arbeit. Und man sieht sich. Wiedersehen! Schön, dass du trotzdem reingeschaut hast. Bildchen, so. Ja, also wir machen hier gerade übrigens Speedrun, gell? Haben wir hier nicht schon mal drin? Oh, guck mal, noch eine Pflanze. Oh, halt. Halt, stopp. Du kommst hier nicht rein. Halt, stopp. Kommst hier nicht rein. Mach.
Nein. Ach, die kann ich nicht mitnehmen. Ja, dumm gelaufen jetzt. Warte mal. Was soll denn das? Gehen Sie bitte weg. Glenn, geh weg, Maggie sucht dich. So. Sonst hol dich hier zum Liegen. Du liegst voll ab. Ma, wie langsam will der noch fallen? Oh, oh nein, wir können nichts mitnehmen. Was für eine Scheiße. Okay, warte mal, wir können noch eins mitnehmen. Kombinieren. So. Sollen wir mal das da mitnehmen, lieber? Als ich damals beim Karstadt-Praktikum gemacht habe, da war für mich der Samstag immer mit der schönste Tag. Da war immer an sich recht viel los und da hatte die ganze Zeit was zu tun. Da musste sie nicht so wie so ein Zombie durch die Gänge laufen und musste nicht hoffen, dass irgendjemand irgendwie was kaufen will oder so. Wir haben seinen runden Griff gefunden. So. Ich weiß nicht, ob ich das aufmachen soll. Wäre schon besser, gell? Mach mal weg, das Ding. Da! Nein! Wie bescheuert! Nein, ich habe Warnung gegen euch! Ich sehe nichts! Leon! Oh! Wo bin ich denn jetzt hier? Ach so. Ach, hier bin ich. Cool. Ach, die Fuße fehlt noch. Ich komme hier gar nicht raus. Wo sind die doofen Fuße? Nein! Müssen wir jetzt hier wieder rein? Scheiße! Oh. Der hat mein Messer, ich will mein Messer wieder haben. Da ist er. Der hat mein Messer. Ey, yo, gib mir mein Messer wieder. Ich will mich nicht heilen. Das ist mal eine längere Werbung hier. Nutzer auf diesem Kanal ausblenden. So. Ich habe meinen Kaffee, aber der ist leider schon kalt. Ich habe vergessen, mir einen Mate hinzustellen. Eigentlich wollte ich mir einen Mate hinstellen. Und mitnehmen. Können wir nicht mitnehmen. So, wir wurden leider angeknabbert. Elektroteil! Ja, das brauchen wir doch. Was lässt man hier liegen? Unser Messer? Inventar ist voll. Toll. Du kommst hier nicht rein. Aber wir haben hier ein Problem. Presseraum. Oha, da bin ich in kalt geworden hier. Oh, hier gibt es so viel zum Einsammeln. Mist. Kann ich irgendwas ablegen? Also muss ich es wegwerfen, gell? Dann kommt sie wieder zurück. Ja, da muss man halt außen lang. Du Kacke. Aber hier sind doch alle Nervsäcke. Vor allem komme ich hier auch nicht mehr so einfach weg. Wieso habe ich denn alles eingesammelt? Oh, ich Doofkopf. Ach, ich blöd ihr. Ich glaube, wieso habe ich wieder alles eingesammelt? Oh, das ist Sammelwut.
Wer ist denn da? Hä? Habt ihr schon die Claire gegessen oder was? Ist hier so dunkel. Oh! Ich sehe auch nicht, wo die geköpft sind. Geht das, wenn ich hier durchrenne? Ja. Waiting Room. Ach ja, hier können wir rein. So, der Herr Leon. Ist schon hinüber, der Gute. So. Packen wir mal unsere Tasche hier. Da ich noch nicht weiß, wann wir das brauchen, verstauen wir das mal. Wir verstauen auch das mal. Wir... Die Scheiße, den Rest brauchen wir ja. Mist. Ja, gut, das hat sich ja jetzt, das hat ja viel gebracht. Jetzt, naja, jetzt können wir wenigstens Fuß. Oh, wir speichern hier. Machen wir eigentlich Fußtapsen? Wir machen keine Fußtapsen. Ist das? Kann ich diese Pflanze essen? Nein. Also heute sind sie aber wieder hier. So, wir gehen jetzt hier wieder ins Wartezimmer, um da unten wieder ins Büro zu gehen. Dann nehmen wir die Fuse mit und machen Gefusung. Haben wir denn hier runter? Ach hier, Exit stimmt. Dann kommt noch mal hier Mr. X. Habe ich gar nicht mehr so viel Lust drauf auf den. So, hin da. Hin da, wer noch? Warte mal, muss ich hier rein? Ja. Hallo. Ich bin der Leon. Ich brauche mal die Fuse. Das Electronic Teil. Schrecklich. Wir können ja schon was mitnehmen. Was ist denn besonders wichtig? Blendgranate, ich weiß ja nicht. Das Einzige, was mich was den blendet, das sehe ich dann. Okay. Was du? Hey! Komm rein. Ich bin bereit. Ja, ja. Oh, mir macht einfach die Tür zu. So, hier kommt jetzt der Fuß rein. Damn, ey. Das bin ich doch mal ein Rolltor. So. So. Das kommt. Warte mal. Nee, das machen wir mal nicht. Nee, halt, stopp. Okay, so könnte das eigentlich hinhauen. Ja, was machen wir jetzt? Vor lauter. Wir werden hier noch einiges einsammeln. Wir gehen nochmal hier rein und sammeln den ganzen Schnulli ein. Dann gehen wir nach oben eigentlich nicht unbedingt. Kurbel. Ach, das Wasser. Stimmt, wir können noch ins Wasser gehen. Aktenraum kommen wir nicht rein. Sprechungszimmer, da kommen wir auch nicht rein, glaube ich. Bibliothek, hätten wir noch Lagerraum. C4 brauchen wir da, das war hier oben. Im Büro geht's auch noch. Ja. Okay, gut, wir gehen erstmal wieder hoch.
Ja. Richtige Seite. Okay. Bin ich vorbeigelaufen? Möglich. Oh, was ist da? Ach nee. Hä? Was ist denn das? Das hat mich so irgendwie gestört, ich weiß auch nicht. Sie lebt hier wieder. Hä? Seid ihr doof? Seit wann brennt denn hier? Nein. Hey, was mache ich denn überhaupt? Oh, ich bin doch auch bescheuert. Wieso renne ich denn hier oben lang? Na? Kann ich hier vielleicht doch irgendwo Feuerlöscher anmachen? Nee, gell. Ich muss jetzt einfach mal brennen. Wieso gehe ich nicht unten lang? Ist das auch diese Filmkörnung, die es da gibt? Diese Körnigkeit? Das habe ich schon bei anderen Spielen nicht verstanden. So, jetzt gehen wir mal hier einkaufen. Na gut, so viel einkaufen können wir jetzt gehen. Lass mich nicht noch irgendwo ein Schießpulver rum? Wo ist denn das hin? Schon eingesammelt? Hä? Ach, da hinten liegt das. Müssten wir eigentlich alles haben. Ja, sehr schön. Was machen wir jetzt? An sich haben wir jetzt hier drüben fertig, weil wir ja da nicht lang kommen. Dach, wie kommen wir denn aufs Dach? Chefbüro. Ah, das war dann unten drunter, okay. Oh nein, da müssen wir in den Duschraum. In den Duschraum. Leon, wir müssen in den Duschraum. Treffe ich hier eigentlich auch Ada? Falsche Richtung. Man könnte meinen, es ist die falsche Richtung, die ich gehe. Na? Eine Orientierung ist weg. Die war am Anfang da, aber jetzt ist sie irgendwie weg. Kann ich auch hier irgendwie das Licht anmachen? Gibt's hier keinen Lichtschalter? So, nochmal gespeichert hier. Nun gut. Sie haben ja wenigstens versucht, hier ihre Barrikaden zu verschönern. Haben einfach die Pflanze dahingestellt. Ich frage mich gerade ernsthaft, wie wir hier reingekommen sind. Haben wir das dahingestellt? Alles? Wir sind doch von da gekommen. Gab keine Sequenz, wie wir das zugestellt haben. Okay, wir müssen leider... Das ist ein... Oh, hier müssen wir noch zumachen. Besprechungszimmer. Bin da nicht reingekommen? Ah, ich weiß. Okay, gut, wir gehen Empfang. Empfang. Okay, wir haben noch ein Brett dabei. Wir machen jetzt mal da unten das zu. Wo war das denn? Hier. Nein. Oh, was soll denn das jetzt? Ich soll doch zumachen. Blöde Schnalle. Oh.
wieso ist mir die Musik überhaupt schon wieder so drüber? Och ja. Was zum? Ja, fliegen, verdammt nochmal. Warte mal. Wie hält die denn aus? Oh, ich hab meine eigene Spucke verschluckt, das ist widerlich. Wo ist die Pinge? Oh. Elektronikgerät? Ist das nicht für den C4? Lockerroom, AP. Oh, Platz hier. Oh, wir können das wegschmeißen. Das ist ja wunderschön. Das da. Ah, aber Schlafstörungen können ja auch voll anstrengend sein, ey. Oh, wir haben es geendlockt. Jetzt hier. So. Ich weiß nicht, ob ich da lang will. Wo bin ich denn da? Ach ja. Wir könnten an sich durch den Besprechungssaal und wir könnten da jetzt schon mal wieder was zuhämmern, wenn man das irgendwie... Hä? Ach so, das ist Herz. Nein, die Herztür kommen nicht rein. Wir haben auch mehr... Was ist das hier eigentlich? Ein mittelgroßes Elektronikgerät. Mach mal mit dem Ding. Ah, Zünder ohne Batterie. Die Batterie fehlt. Aha. Die Batterie finden. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und dir auch viel Spaß beim Zocken noch weiterhin. Zurück bei den Zombies natürlich. Hab noch einen wunderbaren Wochenende natürlich. Und noch 2 Minuten Freitag. Ach so, das hat damit zu tun. Das ist aber kacke. Auf Wiedersehen, tschüss. Später dann gute Nacht. Wir speichern hier mal mit unserem verwundeten Kriegshelden. So. Achso, wir müssen unsere Kiste. Wir könnten an sich herausnehmen, kombinieren. So. Stellt es komplett wieder her. Verstanden. Die letzten Nebenwirkungen, 2 bis 3 Tage, okay. Hast du die dann nach jeder Chemo? Weil du hast ja mal gesagt, du hast Kopfschmerzen. Aber das ist ja dann auch nach ein paar Tagen besser geworden, oder? Sollen wir mal speichern? Nee, gell. Was haben wir denn jetzt alles? Wir haben das Ding. Wir könnten nach oben gehen. Ich will aber am liebsten das irgendwo hinhämmern. Dann haben wir wenigstens was frei. Wo kann man das hinhämmern? Irgendwo Fenster, wo ich es hinhämmern könnte. Mal. Exit. Bin ich denn hier? Achso. Da sind doch alle hier drin, oder?
Oh ne, guck an. Hm, niemand hier drin. Sind alle hier draußen. Nein, nein, nein. Nein, nein! Das ist ja eine scheiß Idee, hierher zu kommen. Mein Messer! Nein! Ich fasse es nicht. Jetzt hat der Verrecker mich gebissen. Ich bin trotzdem noch Warnung. Ich will mein Messer wieder haben. Oh, warte mal. Die Kante. Hey, wo sind die alle hin? Hä, hey, die sind doch alle reingekommen. Wieso kann ich nicht zunageln? Achso, stopp, halt. Kostüme wurden hinzugefügt. Über diese Option können Charaktere Outfits geändert werden. Ja, ich muss mal ganz kurz meinen Laptop anschließen. Achso. Kostüme, was soll man ihm Kostüm anziehen? Hä? Nein, will ich nicht. Das ist alte, gell, vom Zweier. Vom normalen Zweier. Mir gefällt irgendwie das neue besser, weil es so dunkel ist. Weiß auch nicht. Ah, ja gut, dann kann man sich so ein bisschen drauf einstellen, gell? Natürlich scheiße, aber. Oh, guck mal, das ist ja nicht süß. Steht da jemand? Wieso? Was war das jetzt? Ich bin gerade erstmal, wo muss ich hin? Wawa wie? Wawa wo? Ach so, ich wollte nach oben, stimmt, da war ja was, falsche Richtung. Brauchen wir noch eine Batterie fürs C4? Komm ich denn hier lang? Bin ich denn? Achso, wir müssen durchs Besprechungszimmer. Oh. Jo, jetzt aber. Gut. Links rum. Da sagst du Hallo. Hallo. Oh. Bist du doof, ey. Oh, ich wollte den sofort hier wegstellen, doofen Kleiderständer. Blöd, scheiß Ding. Habe ich irgendwas dabei, was ich wegschmeißen kann? Nee, okay. Wollen wir mal hier speichern schnell, bevor ich irgendwie abkratze. Der ist aber dick. Jetzt muss ich gerade erstmal überlegen, was du meinst. Das ist aber eine schöne Wand. Konnten die hier eine Polizeistation reinmachen? Wir müssen leider nach oben. Ach, hör auf. Kommt sie nicht rein. Die ist hier auch schon tot. Müssten wir hier schon rein? Ja. Oh nein. Jetzt kommen wir doch zu. Soll ich wieder mitnehmen? Ach nee, okay, wir haben jetzt 4 Plätze frei. Ja, stimmt. Und mir ist dann schlagartig klar geworden, dass ich ja dann wieder nur so. Dann habe ich morgens Nioh, dann habe ich Ghost of Tsushima, dann habe ich Final Fantasy, was wahrscheinlich schwer ist, und noch Elden Ring. Da habe ich wieder nur so depressive Spiele auf meinem Kanal. Los. Sieht immer noch eklig aus. Ich weiß immer noch nicht, was sein soll hier. Haben die sich gesagt, naja, wir machen. Das sieht halt original aus wie das Zeug, was bei den Bakers war. Voll ekelhaft. Okay, der wird aufstehen. Soll man schon mal anhacken? Hä, steht er doch nicht auf. Vielleicht soll ich meine Munition nicht so verschwenden.
Es hat gespeichert, oh Gott, also war es hier ganz schrecklich. Was ist denn da? Schießpulver, ja, das ist gut, Schießpulver. Das ist leer. Okay. Okay. Scheiße. Oh Gott, scheiße. Flintenmunition, ja. Werden wir brauchen. Da ist er reingekommen, der Licker. Schau mal direkt mal. Hobby bei, ne, bin ich, ja doch, Hobby. Bei sowas habe ich immer überlegt, weil ich, das hatte ich nämlich auch teilweise, ob ich dann einfach mir das Pad anders belege, aber dann habe ich mir gedacht, oh, da ist auch kein Bock, irgendwie das Pad immer anders zu belegen. Ich weiß auch nicht. Ich will hier nicht weiter, hier kommt der Licker. Komm ran auf den Meter. Ich sehe dich nicht. Wo bist du? Okay, ich habe gesagt, das kann man bei jedem Spiel machen. Ich habe mich damit halt auch noch nie so richtig auseinandergesetzt damit. Auch eine Batterie, wie schön. Fürs C4. Internes Memo. '99, interne Bürobedarfsverlegungsmitteilung. Hitzebeständiger Tresor mit 3 Zahlenschloss vom Stars Büro in 2F ins Büro Westseite 1F verlegt. Die Kombination lautet L9R Westseite 1F. Ja, ja, ja. So, wir kombinieren das mal schnell, was? Ja, yeah. Zünder. Ja, stimmt, hier war ja noch ein Blümchen. Nehmen wir natürlich mit. Blümchen. Ist hier noch irgendwas Cooles? Das sieht so voll offiziell aus. Wieso gibt es hier nichts? Oh, das ist schön. Oh, auch schön. Auch nein, ich bin voll. Nicht? Na, doof jetzt. Tarre. Doof. Aha. Da haben wir es denn da. Achso, Flammenwerfer. Nee. Magnum? Habe ich die beim ersten Durchlauf vergessen? Ja. Oh. Ja, ich habe ja extra so einen Beitrag da gepostet. Ich kann ja jetzt Beiträge machen. Also ich kann jetzt mit meinen 500 Abonnenten kann ich Beiträge posten, hier so Bilder da. Und ich kann die andere Kanäle mit Ad verlinken in meiner Infobox. Das konnte man vorher nicht. Ist auch total doof ist irgendwie. Okay, die Rüstkommode kommen wir nicht rein. Da unten ist halt die Wäschekammer. Und ich glaube, den Aufenthaltsraum kriegen wir auch auf. Das Problem ist nur, wir müssen jetzt an unserem Freund vorbei. Das wird sehr unschön. Aber wir müssen ja eigentlich nur laufen, gell? Nur ganz langsam lernen. Oder rennen, je nachdem. Bitte sei nicht da hinten.
unter der Decke? Ich hab's wieder getan. Ich doofi, ey. Nein, ich komm nicht rein. Ich will sterben. Rein da. Ja, es ist, ich wachse nicht sehr schnell. Aber immer ein bisschen mehr. Ich habe irgendwie gedacht, wir sind jetzt hier woanders. Auf dem Platzraum. Ah, Kampfmesser. Wo ist er, der Typ, ey? Okay, wir bleiben. Ich habe Angst. Wir bleiben. Wir lassen das. Ich habe sehr viel Angst. Hier ist irgendwo ein Messer. Ach, da ist ein Messer. Mein Messer. So, was geht denn jetzt hier ab? Kann ich jetzt hier schon irgendwas machen? Wir machen mal was. Wir gehen schon mal hier hoch. Und. Oh, der Herr. Danke schön, der Herr. Der liegt hier immer noch. Hier falle ich doch jetzt runter. Ja, sehr gut. Das war der Plan. Oh, warte mal. Was hat denn der für eine Beule da? Das ist ein voll unnatürlicher Bauch. Ah. Aha, wir können es aber schon mal hinschieben hier. Ich könnte mir stark vorstellen, dass das hier so endet wie mit bevor der Mr. X kommt, machen wir das hier mal schnell. Sehr schöne. Reicht das so? Ja, okay, es reicht so. So, warte mal. Gab's hier hinten irgendwas? Ja. Ich wusste, dass hier was gab. Nein, ich habe keinen Platz. Warte mal. Da wurde gelacht. Jetzt haben wir Platz. Brauchen wir da das hier auch unbedingt? Ein bisschen vorarbeiten hier. Ist hier hinten auch irgendwas? Nee. Oh. Lagerraum West. C4. Stimmt. Wenn du jetzt da runterfällst. Oh, das habe ich ganz vergessen hier. Wenn ich das da dran mache, kommt da der Licker, gell? Da ist er. Ich hasse ihn. Oh nein, und wir haben keine Heilung mehr. Oh Gott. Oh nein. Das ist ja doof. Ich bin verwirrt. Was wollte ich jetzt tun? Hier. Die wunderbare Broschüre. Dame. Pfeil, Schlange. Dame, Pfeil, Schlange. Dame, Pfeil, Schlange. Dame, Pfeil,
Ja, geh weg, du bist genau neben mir, ich weiß es doch. Richtig lange. Mädchen mit der Junge. Okay, gut. Uhrenturm. Ach, hier kommen wir noch nicht hin. Gut, ich muss unbedingt wieder in die Dings zurück. Wieso folgt denn das Vieh mir? Ach, fickt euch doch alle, ey. Oh! Okay, uns geht's gut. Das war anstrengend. Okay, was nimmt man jetzt hier noch mit? Stauen. Wir haben das mit der Junge. Wir müssen uns mal Schießpulver herstellen. Wir müssten uns auch mal gemischte Kräuter mitnehmen. Wir machen aber das hier mal verstauen. Puh. Bisschen Fröstelung hier. Okay, nehmen wir das hier wieder und speichern wir einfach mal. Gut. Diese Licker, ey. Ich habe das Gefühl, die sind jetzt noch schlimmer. Ja. Ja, wie sind wir denn eigentlich schon online? Oh, doch schon 2 Stunden. Sache. So, warte mal, wir hatten doch West, Nord, Süd, Ost, Westseite 1F. Okay, wir müssen ins Büro zurück. Und dann fängt das da wieder an mit dem... Okay, wir müssen jetzt ins Büro zurück. Uns geht's gut. Wir haben noch ein Messerchen dabei und wir haben das da. Wir machen aber das Büro mal auf den Weg. Ja. Ich glaube aber irgendwann latschen hier auch wieder welche rum. Haben wir eigentlich noch einmal... Nee, noch nicht. Jo. Okay, Westseite. Hier ist der Safe. Lesen. Ich muss das mal ganz kurz aufschreiben hier. Das weiß ich nicht, aber bei Death Stranding sind es immer so 4.16, 4.13. Aber ich kann gerade mal gucken. Ich glaube irgendwas mit 3 Stunden, ja. Und das, obwohl ich es nie drauf anlege. Warte, ich guck mal. Das interessiert mich nämlich auch gerade. Livestreams. 3.51. 4.6. 2.23. Ach, das ist echt immer unterschiedlich gewesen. Aber bei Death Stranding ist es 4.12, 4.16, 4.21. Ah, genau, bei Resident Evil 1, da waren es 3,39, 3,51, 3,37. Bei Resident Evil 1 war es. So, L. Wo nehmen wir denn jetzt hier? L? L?
9. R. Habe ich das vielleicht hier irgendwo schon draufstehen am Zettel? Ja, hier habe ich schon stehen. Auf dem Zettel. Gut. Ey, yo, soll das jetzt? Ich komme schon. Wisst ihr, was das Beste an heute ist? Ich muss heute Nacht keinen Neo mehr aufnehmen. Ich habe für morgen noch eine Folge. So. Ich weiß auch gar nicht, wann ich angefangen habe. Ich glaube, kurz nach 10. Haut das hin? So, also nach links. Falsch schon, das war eigentlich rechts. So, also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, das ging jetzt diesmal sogar beim ersten Mal. Oh, eine Tasche. Eine Gürteltasche. Also hat er jetzt schon 3 Gürteltaschen am Bein. Ich bin fasziniert von seinen Beinen. Was die alles aushalten. Ja, es sieht ja schon mal sehr schön aus. Also wir kommen recht gut voran, oder? Wir können nämlich jetzt schon wieder hier runtergehen direkt. Wir können jetzt an sich, Ich bin auch gerade verwundert und verwirrt. Zugleich. Dann kommt ein Mr. X. Müsste der nicht schon längst da sein in der Bibliothek? Leon, kannst du dir das erklären? Ist das hier eigentlich unser... Ach ja. Ach guck mal, da sind sogar süße Bänderchen dran. Oh, die haben mich echt voll gut... wollten sie mich hier willkommen heißen. Falsche Richtung, Leon. Falsche Richtung. Jetzt steht der andere, glaube ich, auf und ist voll böse, oder? Ist es schon so weit? Bist du schon böse? Warte mal. Guck mal, ich hab's gebaut, Marvin. Guck mal. Einen Weg rausfinden. Marvin. Er lebt noch. Ach ja, erzähl doch rein. Das ist überhaupt so ein komischer Rechner, den er da hat. Geh mal schnell speichern, dann gehen wir mal weiter. Habe ich irgendwas dabei? Ja, ich habe Kraut dabei. Kann ich irgendwas wegtun? Nö, halten wir mal. Dann gehen wir jetzt mal los hier. Da geht es nach unten. Das ist er. Unser Weg raus. Lieutenant Brenner! Marvin! Ach, das ist dasselbe. Brenner. Marvin. Wir müssen sie ins Krankenhaus bringen, sofort. Nein, nein. Ich rette dich selbst. Kommen Sie, ich hab's. Geh! Nein. Oh, Leon. Sie, wir können es immer noch beide rausschaffen. Wenn Sie mir nur. Es ist zu spät. Hab's versucht, Leon. Aber ich konnte es nicht stoppen. Wieso macht er nicht gleich so hier? Das darf sich nicht ausbreiten. Oder so? Jetzt liegt's an dir. Jetzt geh! Er ist voll die Gefahr und er weiß es. Wieso bringt er sich nicht selbst um? Ein bisschen geblutet.
glaube, ich muss dann aber... Ich wollte ja eigentlich dann später direkt nach dem Stream ins Bett gehen. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich glaube, ich muss dann noch eine Folge von meiner super kitschigen koreanischen Serie gucken. So, was haben wir hier? Okay, gibt's hier noch? Oh. Toll. Ich konnte das Ding nicht wieder mitnehmen. Ist voll doof. Okay. Die erinnern mich an das Rätsel, was es bei Zero gab. Das war echt cool, dieses Tierrätsel. Ich dachte, es wäre ein Film. Hier ist eine Speicherung. Sollen wir mal speichern? Machen wir eine neue Speicherung. Man merkt richtig, wann ich mich auskannte und wann nicht. Also, auskannte in Anführungsstrichen. Ich habe ja mit der... Wie viele Speicherplätze habe ich denn mit der Claire? 30? Okay, wir lassen das mal so. Oh, mein Ohr juckt voll, ist ja widerlich. Oh. Widerlich. So, bitte. Ach nein, jetzt haben wir doch in die Kanalisation, oder? Nicht in die Kanalisation. Hä? Was ist denn das? Wurden wir angebissen? Hey, guck mal, wir wurden angebissen und das ist da tatsächlich noch. Das ist ja voll das, guck mal. Das ist ja voll das Detail, ey. Der hat uns da angeknabbert und wir haben uns geheilt, aber unsere Klamotten sind noch voll schmutzig. Voll geil. Oh nein, das finde ich aber gar nicht geil hier. Oh, das doofe DLC, ey. Oh Gott, wie scheiße die DLCs einfach waren. Muss ich schon mal sagen, ey. Fand ich echt scheiße. Ach, die Polizeimarke. Hätte ich die irgendwo schon einsammeln können? Auch eine Handgranate, ja, klar. Klar. Ach, ich will sie mitnehmen, hallo? Oh. Die kann ich nochmal benutzen? Das ist ja krass. Ach so. Ah, guck mal, sie ist schon fast kaputt. Okay, da komme ich lang. Ich will nicht in die Kanalisation, die ist scheiße. Cleaning in Process, ja. Ja, gut, dann ist ja okay, also wenn sie umsonst sind. Dann ist okay. Was ich halt mega fand, war das Zoe-DLC vom 7. Und Lucas ging auch noch, aber die anderen waren halt beim 7. auch scheiße. Ach nee, oder? Nee. Jetzt schon der Birkin. Wieso ist denn hier niemand? Waren die nicht schon immer hier? Aber hier musste irgendwo was liegen. Hä? Hä? Wie ist denn das rot? Oh, boah, nee, ey. Oh nein, oh Leon. Okay, wie kann ich die nochmal ausrüsten? Ich habe nicht aufgepasst. Okay, ich habe es ausgerüstet. Okay, wir haben 11 Schuss und eine Granate. Und 24 extra Schuss. Scheiße, das ist die Batterie vom DualShock ist fast leer. Ach, du willst dich an? Wo kommt der Moment? Der arme Birkin, ey. Oh mein Gott. Erst wird er von der Claire voll gedingt, nicht?
Oh, der Kampf war so scheiße, weil der von oben runter gesprungen ist. Scheiße. Ja, da kann er wohl laut sagen. Wo ist er? Hier war doch irgendwas. Hier. Ach ja, solche Zeug auch noch. Ja, versuch das mal mit mir am Controller. Das wird schwerer als du denkst, ey. Das Multiplayer-Spiel, boah, wie hieß denn das? Ich weiß es auch nicht mehr. Also ich finde sowieso dieses Multiplayer-Zeug. Warum? Ach, da ist er. Oh. Nein, ich bin gefangen. Hier hinten gibt's doch gar nichts mehr. Oh nein. Wie er einfach immer irgendwo runterfällt. Resistance war das nicht, oder? Resistance. Das war was anderes. Jemand beobachtet mich. Ich hatte noch den einen da. Hatte ich noch alles hier in der Hand, die Spiele. Ach, guck mal, was hier liegt. So praktisch. Oh. Haben wir jetzt hier. Jetzt haben wir alles. Schön. Schön. Schön, schön, schön. Nicht rumjammern, Leon. Geht's denn hier hin? Achso, hier sind wir runtergefallen. Oh, fast das Kraut vergessen hier. Ah, ja, nee, also das würde ich auch nicht ausprobieren. Ich weiß nicht, warum die immer glauben, dass so ein Spiel unbedingt einen Multiplayer braucht. Also ich bin sowieso kein Multiplayer-Fan. Okay, wir sehen irgendwie angerustet aus. Wieso sehen wir so angerustet? Was ist hier? Vielleicht können wir uns schon bewegen, gell? Komm mal, ich zugucken hier. Aha, schön. Das geht nicht. Aber ist nicht schon ein bisschen schmutzig. War da was? Nee, war nichts. Oh. Eine Tasche. Ja, 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 ja. Das ist wunderbar. So, was haben wir hier noch? Wir müssen dann da lang wahrscheinlich, gell? Wir gehen erstmal speichern. Müssen wir irgendwas ablegen.
Eigentlich nicht. Flintenmunition, wieso habe ich denn die nicht mitgenommen? Hochwertiges. Ich weiß nicht. Ich will erst mal gucken, dass ich damit so weit komme wie 3 Blindgranaten. Kann man stacken. Ja, mal. Gespeichert. Ah, Sequenz. Ich bin jetzt draußen, ich will nicht raus. Ach, stimmt. Stimmt. Jetzt lernen wir doch die Sherry. Sherry oder Sherry? Sherry. Oh, ich hätte mal wieder Lust, die Style-T-Filme zu gucken. Oh, fand ich voll geil. Ah. Nee, darunter will ich nicht. Wir schauen uns mal hier um, ob wir hier irgendwas finden. Hier ist zum Beispiel eine Tür. Eine rote Tür, die uns sagt, du kommst hier nicht raus. Warte mal. Die Tür sagt uns, du kommst hier nicht raus. Hier ist ein sehr neues Auto. Wieso liegt hier nichts rum? Was soll denn das? Bin ich einfach nur blind oder wie sieht die ganze Sache hier aus? Ja, voll ekelhaft. Ich glaube, wir müssen zur Dings, ja? Ja. Oh, ich hasse die. Wie kann man nur so Sackgang sein? Alles, was auf 4 Beinen bei Resident Evil läuft, ist voll Sackgang. Runter von mir! Sei ein braves Hühnchen. Au! Stimmt, wir können ja nicht den Storystrang von der Sherry machen. Das geht ja gar nicht. Weg damit. FBI. Entschuldigung. Danke. Für die Hilfe. Überrascht mich, dass Sie noch leben. FBI, was? Was geht hier vor sich? Bedauere. Die Information ist streng geheim. Wo gehen Sie hin? Zieht sie ihren Mantel irgendwann aus? Tun Sie sich einen Gefallen. Stellen Sie keine Fragen und verschwinden Sie von hier. Ich will bitte, dass sie ihren Mantel auszieht. Leon will das. Hey! Ich hab noch nicht ausgeredet! Okay, ja gut. Wir hätten ja... Stimmt, also... Das wäre ein bisschen blöd gewesen jetzt. Also gehen wir jetzt praktisch woanders lang, weil wir mit der Carrot... Nee, mit der... Ach, wir können da und da lang jetzt. Ist da Leon jetzt eigentlich schon verliebt? Komm mal hier. Karte der Polizeistation. Okay, ich glaube, hier waren wir mit der Claire nicht, oder? Waren wir hier mit der Claire? Oh, hier drüben mag ich es nicht. Wenn ich schon Zwinger lese, dann wird mir schlecht, ey. Die Seuche. Ich will da nicht rein. Die ist voll hässlich. Waren wir hier mit der Claire? Ich glaube nicht, oder? Was sollten wir hier überhaupt tun? Sollten wir überhaupt hier hin tun? Hier hingehen? Ich weiß auch nicht. Irgendwie gefällt mir das alles nicht hier. Das erinnert mich an das doofe DLC. Ich will da nicht durchlaufen. Wisst ihr, wie ekelhaft das ist, ey? Puh.
Bleib liegen! So, jetzt müssen wir die alle nacheinander umbringen. Oh, guck mal, Mia ist auch schon da. So, Mia schläft jetzt. Alles nicht aufmachen hier. Ich finde es cool, dass hier keine unsichtbaren Wände sind. Oh. Bringt das überhaupt irgendwas, was ich hier gerade tue? Ich versuche die immer kaputt zu schießen, dass die gar nicht mehr aufstehen, aber ich glaube, ich stehe trotzdem auf. Oh, wie traurig jetzt, hm? Du weißt, das sind zwei... Oh, voll zerledert. Gibt es bei dem auch? Nee. Nur bei manchen. Nur manche sind so, gell? Dass die komplett zerspringen. Oh Gott, dann geht hier das Licht an und alle Dinger gehen auf, gell? Ach ja, genau. Warte mal. Ist hier auch einer drin? Da ist schon mal keiner drin. Hier. Hallo, der Herr. Kann ich Ihnen nicht helfen? Aha, gute Nacht. Hallo? Oh! Hey! Ich glaub's ja nicht. Ein echter Mensch. Hallo, Mensch. Sind Sie hier schon lang? Lang genug. Sind nur noch wir am Leben? Nein, nein, gibt noch mehr von uns. Oh, gut zu hören, schätze ich. Ja. Es sei denn, Irons schickt sie. Irons? Sie meinen Chief Irons? Ist er noch hier? Wen kümmert's? Hoffentlich hat jemand ihn schon verspeist. Was meinen Sie damit? Dieser Mistkerl hat mich ja eingesperrt. Bin sicher, er hatte einen Grund. Hatte er. Ich stand knapp davor, ihn auffliegen zu lassen. Ich hätte dasselbe getan, schätze ich. Hey, wie wär's mit einem Deal? Befreien Sie mich und ich gebe Ihnen die. Gibt keinen anderen Weg aus der Tiefgarage, glauben Sie mir. Sorry, das geht nicht. Nicht ohne den Chief zu fragen. Hören Sie, wir alle müssen hier irgendwie raus. Entweder arbeiten wir zusammen und helfen uns. Ist aber kacke. Scheiße, es kommt. Was? Was kommt? Komm, komm, sag kein Arschloch, okay? Du brauchst die. Lass mich verflucht nochmal hier raus. Was, der kommt hier nicht bei X? Oh mein Gott. Hier unten. Wer ist da? Ich bin's nur. Oh. Stecken Sie bitte das Ding weg. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Das ging alles so schnell. Ich sagte doch, Sie sollen abhauen. Sie wollen doch nicht enden wie Ben, oder? Sie kannten ihn? Er war ein Informant. Hatte Informationen für meine Untersuchung. Also hat er die Wahrheit gesagt. Hey, Sie können mir nicht immer weglaufen. Ich weiß nicht mal Ihren Namen. Ich bin Leon Kennedy. Er hat es vergessen. Das Es ist stumm. Finde einen Weg raus, Leon. Bevor es zu spät ist. Dann reden wir. Ich bin Ada. Och, Leon. Ich schätze, das ist ein Deal. Irgendwie habe ich auch mal gehört, dass man jetzt viel... Was ist das? Oh, eine Kurbel! Dass man jetzt viel länger was von dem Guten hat. Notiz, Gefängnisschaltschrank. Der Schaltschrank ist defekt. Könnte sich die zuständige Person schleunigst darum kümmern. Dürfte zwar allen bekannt sein, aber da der Schaltschrank höllisch alt ist, brauchen wir Schaltschrankteile, die nicht mehr hergestellt werden. Im Transformatorraum müssten noch ein paar herumliegen. Nachtrag. Mir wurde gesagt, dass im Transformatorraum nur noch eins dieser Schaltschrankteile ist.
Der Typ, der die Glocke des Uhrenturms reparieren soll, müsste noch eins haben. Also nehmt es ihm, ich meine, bittet ihn höflich darum. Was in aller Welt? Okay. Ich will das nicht aufmachen. Komm, wir machen es mal auf. Okay, es geht zum Glück nicht. Ein Glück. Oh, müssen wir jetzt etwa einen Zwinger? Ich gebe Rechnen, ey. Konnte man den nochmal speichern? Hier auf jeden Fall nicht. Warte mal. Wo kamen wir denn weg? Warte mal. Da 2. Hier ist was zum Speichern. Im Arbeiterraum. Aha, wir gehen wahrscheinlich im Arbeiterraum speichern hier. Oh, jetzt habe ich schon gedacht, es passiert irgendwas. Huiuiui. So. Das mal schnell gespeichert hier. Ja. Okay. Oh, wir haben ganz schön viel Essen dabei. Von dem Essen könnte man an sich mal... Warte mal. So. Okay, von dem Essen könnte man mal was hier reintun. Schießpulver haben wir noch. Wir haben ganz schön viel Heilung. Hochwertige Schießpulver. Ich glaube, wir lassen es erstmal schnell. Lassen es erstmal so. Ich überlege nur gerade, ob wir mal ein bisschen sortieren. So schön sortiert. Gut, dann speichern wir jetzt mal. Das in der Kiste speichert man nicht. Hier speichert man. Machen wir noch eins auf hier. Noch ein Speicherstand. Okay. So, ich ahne, dass der jetzt hier irgendwann kommt, unser guter Freund. Da unten sind wir nur mit der Claire reingekommen. Ich glaube nicht, dass wir da reinkommen. Oh. Hallo, ich hätte gern was. Was gibt's denn da? Arla. Hä? Arla Kerkgarten, war nicht Arla? Was sind das? War nicht eigentlich Käse? Kampa. Wie gern Kampa, sieht aus wie ein Rinder. Ich mag sie absolut nicht. Hier ist es auch scheiße. Oh Gott. Gift. Gift. Jetzt kommen Giftviecher oder was? Oh. Ah. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. In dem Zwinger sind 2 Liquor drin. Was ist denn jetzt los? Hm.
Oh Gott. Doch keine Licker drin. Bin ich verwirrt. Oh ja! Das hier. Cool. Hast du wieder dabei? Ja. Okay, dann gehen wir erstmal in die Leichenhalle. Autopsiebericht Nummer 53477. Name des Verstorbenen: Justin Hansen, männlich, weiß, 39 Jahre alt, Beobachtung, vom Personal tot im Bett seiner Gefängniszelle aufgefunden, Hände aufgrund der Leichenstarre zusammengeballt, sollte bald nachlassen, wahrscheinlich nach Lösung des Lichts verstorben, nach Löschung des Lichts. Der Verstorbene war ein Kleptomane, der mehrmals in Haft saß. Unglaublicherweise klaute er sogar im Gefängnis weiter, wobei das nur seiner klinischen Diagnose entspricht. Ja, jetzt fängt das hier wieder an. Ist hier kein Lichtschalter? Gibt es hier in diesem ganzen Gebäude... Warte mal. Voll wenig Lichtschalter nur. Okay. Der hat sich nicht bewegt, oder? Bewegt er sich ausgerechnet jetzt? Süße. Nein, nein, ich wusste es doch. Was zum? Was zum? Ach ja, du kommst nur einmal her. Hä? Was ist mit euch los? Ist der raus? Ist der irgendwo rausgekrabbelt oder? Bald mal, dass ich ein Lichtschalter sehen. Hä, wo ist denn der? Wo ist denn der rausgekrabbelt? Okay. Hat nichts. Sie kommt wieder rein in den Schacht. So, Klappe zu. Okay, da gibt's nichts. Die beiden Herren sind immer noch tot. Zumindest ein bisschen. Ah, eine Blendgranate. So, schieben wir den mal wieder rein. Nicht, dass hier. Ich werde am liebsten die anderen beiden, die hier rumliegen, auch in so ein Ding reinschieben, weil dann kommen sie nicht mehr raus. So, schön. Schön. Oh, Leon! Bist du bescheuert? Mach das Ding dazu. Oh! Da war die Marguerite anscheinend schon da. Gemischtes RB, was ist das? Aus welchem wirkt als Gegengift, mindert erlittene... Ah, okay, alles klar. Okay. Gut, hätten wir das. Nehmen wir da raus hier. Dann will ich hier direkt wieder raus. Ich überlege... Transformatorraum. Stimmt, Transformatorraum. Transformatorraum.
Meinst du wegen den Kräutern? Oder was meinst du? Nee, bei Dings gab es doch gar keine Kräuter, oder? Der Resident Evil 7. Oder? Konnte man hier mit Claire rein? Verpacktes Elektronikteil. Willst du es mal auspacken? Da. Cool. Schön. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Eine Blendgranate. Ach nee. Wo? Oh. Habe ich jetzt hier alles? Nee, noch nicht. Noch nicht. Da aus dem Loch kommt irgendwann irgendwas. Das spüre ich. Warum speichert das hier? Nein, ich muss nicht dann machen, glaube ich. Warte mal, wie war das denn? Okay. Das bewegt das, das bewegt das. Also ich weiß, was ich tun soll. Ach so, stimmt, ja. Ja, das war auch sowas mit diesem Öl. An sich war es ja voll selbsterklärend. Da waren doch überall Buchstaben dran, oder? Oder ging das da mit Namen? Aber ich glaube hier, ich glaube mit Claire war es so, dass die... dass das Weib rumgelaufen ist und nicht der Kerl. Och! Das hat ja jetzt funktioniert. Scheiße. Oh. Hier gibt's immer noch was. Was ist hier noch? Gut ist, dass man die auch durch die Dings schieben kann. Hä, was kann ich jetzt hier noch machen? Die Musik ist schon wieder so drüber, ey. Hä? Ach, das ist Kraut. Das ist Kraut. Ich habe es gesehen. Jetzt bin ich voll. Na toll. Oh, bist du bescheuert? Ich treffe nicht. What? Oh. Oh, mir war kalt hier. Nein, wo ist er? Blöder Hund. Oh. Jetzt gib mir mein Messer wieder.
Gut, uns geht's noch einigermaßen gut. Unser Messer zerbricht aber gleich, blöderweise. Warte mal, wo ich jetzt hin? Gut, wir gehen nochmal in den Zwinger. Ich hab da wieder irgendwas verpasst. Keine Liga da schon mal. Oh, wo ist er? Hä, wo ist er denn? Da! Ich schieß den Hintern! Hä, ist doch gar nichts mehr. Hä? Guter Helfer in der Not. So. Habe ich jetzt hier. Oh, tatsächlich. Ja, mit der hatte ich hier nicht alles, weil ja hier die Licker waren. Hä, da geht's auch lang. Was? Warte mal, wir gehen jetzt wahrscheinlich in den Schießstand hier. Entsorgungsnotiz. Zu entsorgendes Objekt. Schlüssel für Einsatzwagen 7439. Details. Verbogener, unbrauchbarer Schlüssel, mit dem man aber noch per Tastendruck Türen im Kofferraum des Wagens öffnen kann. Dose. Ich habe auch immer einen Schlüssel in zu einer Dose. Sind die jetzt? Oh, da. Scheiße. Schreit, ey. Schreien, man muss mit Kraft. Ich bin froh, dass hier keine Hunde sind. Eine Nachricht von Mr. Raccoon. Hallo Jungs und Mädels, hier ist euer Freund aus dem Raccoon City Zoo. Schön euch zu sehen. Heute möchte ich über etwas reden, das mir sehr am Herzen liegt. Ihr kennt doch meine beliebten Mr. Raccoon-Figuren, oder? Also, ich habe gehört, dass einige böse Kinder sie auf Schießübungen benutzen. Sie für Schießübungen benutzen. Aber das macht mich sehr traurig. Liebe kleine Kinder, würdet ihr doch nicht so gemein sein, oder? Das ist nämlich total mega gefährlich. Also lasst das bitte schön bleiben. Wir sehen uns im Zoo. Mr. Raccoon over. Aha. Ah. Das ist jetzt ein Problem. Oh, ist mal hier. Wie ist das? Ja. Das ist echt ein Problem. Wir müssen hier nochmal zurückkommen. Hier noch? Ist hier noch irgendwas? Was gibt's hier noch? Ah. Schön. Ist hier noch was? Nee. Okay, wir gehen jetzt erstmal mal schnell. Ach, hier habe ich schon Mr. Raccoon Dingsbums Gedingsbums. Wenn wir mal Schießübungen machen. Immer. Wir gehen mal hier raus und machen Schießübungen. Okay. Wir kommen gleich nochmal. Bam, ey. Getroffen. Also, ja. Gut. Das Exit. Ja. Oh. Ist voll ungeil. Voll ungeil. Uns geht jetzt gerade beschissen, oder? Warte mal, wir essen mal lieber schnell was.
Obwohl, wir könnten es an sich noch überleben. Warte mal. Oh, bitte. Oh, ihr seid doch scheiße. Oh, jetzt bin ich aber... warte mal. Jetzt habe ich ein bisschen Angst gerade. Oh, warte mal, wo ist denn jetzt das Auto? Okay, jetzt geht's noch gut. Ich habe aber keine Dings mehr. Ach, Tropf geschissen, ey. Ich bring dich irgendwann um. Sag ich doch. Wir bräuchten mal Schießpulver. Oh, wir haben nur einmal Schießpulver. Na prima. Ja gut, also dann bringt uns das Schießpulver ja auch nichts. Das wird aber... Kombinieren? Was kann ich jetzt kombinieren? Ich könnte den Erste-Hilfe-Spray kombinieren. Oh. So, also als nächstes müssten wir dann unten. Untergrundtreppe. Ach, da fehlt noch ja Spezialwaffenschrank. Hätte ich das schon finden können? Spezialwaffenschrank. T-Stange-Vertiefung. Oh, keine T-Stange. Ach, hier. Ja, das hat sich ja jetzt, obwohl, warte mal. Wir gehen nochmal schnell los und holen das da. Damit ich das nicht vergesse. Das hätte ich jetzt nämlich schon wieder vergessen. Ja. Ich hab da ja nur meine Schrotflinte. So. Gut, also ich hab die Sieht die hier ein bisschen seltsam aus. Wie so eine hässliche Pappfigur. Ach ja, Schießstand. Na, mach mal auf. Oh. Okay. Und ein Film, wir können mal wieder einen Film schauen gehen. Falsche Richtung.
So. Haben wir also die gute Ada getroffen? Also an sich müssten wir jetzt sowieso wieder zurück in die, ich wollte gerade sagen, in die Villa, in die Polizeistation, weil wir jetzt den Schlüssel haben und weil wir noch das andere Schaltteil suchen. Das hätten wir jetzt an sich dran geben können, aber ich tue das jetzt mal erstmal hier rein. So. Warte mal. Oh, das können wir tatsächlich. Das sieht ja scheiße aus. Ja. Okay. Das wird mal ausgerüstet. Brauchen wir das unbedingt? Ist es nicht. Eigentlich ja nicht. So. Na, das auch. Ein bisschen komisch sortiert. So, das da unten ist ja auch ein Schlüssel. Das ist an sich, das kommt hier hoch und das kommt dahin. Okay, wir müssen uns hier für den All-Öl anschauen. So, ich speichere jetzt nochmal ganz kurz. So, und damit würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, heute als der Leon. Ich finde es immer noch sehr cool, dass wir hier diese ganzen wilden Abdrücke haben. Jetzt haben wir nämlich da das Gebiss von den Hunden. Und der Leon hat immer noch strohige Haare, das ist wundervoll. Ja, nächste Woche wird es keinen Stream geben, weder am Freitag noch am Samstag, aber dann dafür danach die Woche. Und ja, aber heute Abend geht es natürlich weiter mit Death Stranding, wenn ihr dabei sein möchtet. Vielen Dank fürs Dabeisein. Habt noch eine schöne Zeit. Und ja, bleibt gesund. Und wir sehen uns dann entweder heute Abend bei dem Let's Play oder dann in 2 Wochen am Freitag wieder mit dem guten Leon, mit dem es ja bisher recht gut verläuft. Und wir haben sehr viel Heilungszeug übrig. Wir haben zwar keinerlei Munition mehr, aber Heilungszeug, das ist sehr cool. Ich werde jetzt noch eine Folge von meiner koreanischen Serie gucken und damit auf Wiedersehen. Tschüss!